gucken, ob das funktioniert. Haben Sie es schon? Es macht ein Twitter. Kannst du mal gucken, ob ich das gerade twitter? Ach, du bist schon live. Ja, ich habe schon mal. Das ist jetzt Probe. Ein bisschen festhalten muss wahrscheinlich trotzdem. Ich muss das, glaube ich, halten. Aber nicht viel. Das ist nicht anstrengend. Ja, du hast es jetzt wieder. Kasse 3 bitte, Carsten Kampitz. Ja, also wir sind so gut wie Anfangbereich. Wir warten jetzt gerade nur auf unseren letzten Diskutanten. Aber der kommt bestimmt auch gleich und dann geht es auch sofort los. Ich freue mich erstmal, dass ihr alle so zahlreich hier seid. Mit so viel Aufmerksamkeit hatte ich fast nicht gerechnet, also ist nicht zu hoffen gewagt. Ja.
als Halter. Differenziert gedacht wurde, zumindest von großen Teilen der Bevölkerung nicht. Der Fall André Holm, der Umgang damit in den Medien und in breiten Teilen der Bevölkerung war da, glaube ich, eigentlich für viele ein willkommener Anlass, überhaupt mal wieder drüber zu reden und drüber nachzudenken. Aber die Richtung, in die diese Diskussion gelaufen ist, kann man, ja, ich sag mal, mehr oder minder kritisch betrachten. Um die Diskussion jetzt aber ins Laufen zu bringen, mag ich erstmal vorstellen, wer überhaupt hier alles mit uns auf dem Podium sitzt. Da haben wir zu ja, meiner Rechten, von euch aus gesehen, zu meiner Linken, Ellen Brombacher. Ellen ist Sprecherin, glaube ich, ja. Ne? Du bist Bundessprecherin der Kommunistischen Plattform in der Partei Die Linke. Also genaue Vita werde ich jetzt mal nicht so richtig ausbreiten. Das würde gerade bei dir auch Zeit nehmen, weil du schon so viel gemacht hast in der Linke. Ganz von euch aus, rechts außen, sitzt Carsten Krampitz. Rechts außen. Und wir freuen uns zu begrüßen hier auch Dietrich Mühlberg, der ist Kulturwissenschaftler und Mitbegründer des Fachs Kulturwissenschaft in der DDR und emeritierter Professor der Humboldt-Universität zu Berlin. Die Moderation wird mit mir gemeinsam Sandra Bayer übernehmen. Sandra ist mit mir Mitglied im Bundeskoordinationskreis der Emanzipatorischen Linken und mein Name ist Oliver Höfinghoff. Und wir haben unsere DiskutantInnen gebeten, die Diskussion einzuleiten mit einer Art Kurzreferat, mit einem Kurzvortrag, um ihre Positionen an der Stelle mal zusammenzufassen und zu verdeutlichen. Und ich würde einfach vorschlagen, dass der Carsten anfängt. Und ja, du hast schon viel zum Thema publiziert und magst uns jetzt bestimmt mal ein wenig erhellen. Ja, wir haben überlegt, ob wir die Veranstaltung nicht auch nennen. Das war mal so ein schönes, so ein tolles Buch von Peter Hinsekart. Hat es die DDR überhaupt gegeben? Ja. Und aber das fand ich dann zu provokant. Damit, ja, obwohl das da eigentlich schon passt. Ja, irgendwie, man staut ja doch. Wenn man zu dem Thema sich äußert, wie wenig da woanders ankommt und so verstanden wird. Also ich, was mich bewegt hat für diesen Abend, war das Erschrockensein über diese Unmenge an Hass, die jetzt im Fall der Debatte um André Holm freigesetzt worden ist. Das hat mich so überrascht, so erstaunt, wenn man noch vor 1990 über jemanden wie André Holm, der ein halbes Jahr da in diesem Apparat war, also und davon sehr viel, also 3 Monate, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, in der Ausbildung im Wachregiment,
Ja, der wäre als Mitläufer abgehakt worden und dann ist gut. Das wäre nicht so, das hätte nicht so eine dunkle Energie freigesetzt. Und da kann man sich schon fragen, geht es hier wirklich noch um die DDR, ja? Um die DDR-Geschichte, wie sie da diskutiert worden ist. Und zum anderen hatte ich eben den Eindruck, dass wir, was heißt, habe ich den Eindruck, dass wir in unserer Partei, in der Linken, das hat neulich in so einer Historikerrunde der Jörn Schüttrumpf gesagt, wir sind ein geschichtsloses Wesen. Ja? Also der hat sich seit den frühen 90er Jahren, hat er irgendwelche Papiere, Erklärungen ausgearbeitet zur DDR und immer versucht, eine Diskussion, Debatten anzustrengen, und es hat nichts bewirkt, es ist nichts angekommen. Also in dieser Partei, wir sind nicht wirklich in der Lage zu sagen, woher wir kommen. Ja, als Partei, vielleicht ist das in der kommunistischen Plattform anders, ja? Aber mein Eindruck ist der. Und also das Bewusstsein vom eigenen Werden, von der eigenen Geschichte, ist ja immer auch ein Teil unserer Identität. Ja? Und wenn dieses historische Bewusstsein gestört ist, dann ist auch diese kollektive Identität gestört. Ja? Das macht, dass das verhindert in großem Maße, die Partei ist dadurch nur eingeschränkt glaubwürdig. Die kann auch nur eingeschränkt agieren. Ja? Ich arbeite jetzt an einem längeren Projekt, das muss die Woche irgendwie fertig werden, so eine Art Schwarzbuch Evangelische Kirche. Und da ist ein Kapitel, was sich da auf den letzten Metern reingeschlichen hat, die Geschichte der Zwangserziehungsheime in der Bundesrepublik Deutschland. Ja? Auch der kirchlichen, vor allem kirchlichen Zwangserziehungsheime. Das ist das größte Unrecht, das Menschen in Westdeutschland angetan worden ist. Wir reden hier von bis zu 800.000 ehemaligen Heimkindern, die dort wirklich in geschlossenen Einrichtungen verbracht worden sind, die dort Zwangsarbeit machen mussten, weil sie sich in Freistaat draufstechen und so weiter. Die haben in den Jahren 2009/10 gab es einen runden Tisch der Heimerziehung, wo diese Heimkinder, diese Vereine von denen, gekämpft haben für eine Entschädigung. Ja? Und das Recht ist so deutlich auf deren Seite. Die Presse hat so für diese ehemaligen Heimkinder Partei ergriffen. Und man fragt sich, wie war das möglich, dass dieses Projekt so in Sand gesetzt wird, dass der runde Tisch so schäbig mit den Kindern umgeht. Die Kirchen haben irgendwie dieses Unrecht bedauert, aber sie erkennen diese Zwangsarbeit nicht an. Dass dort Kinder, also Jugendliche über Jahre hinweg unbezahlt, weil sie in Wäschereien arbeiten mussten und so weiter. Ich komme gleich zum Thema DDR. Warum konnte die Linke denen nicht helfen? Nicht mal im Petitionsausschuss vom Bundestag. Ganz klar, die werden sich gesagt haben, ja, wir werden sofort auf die Jugendwerkhöfe angesprochen. Dabei auf die DDR-Heimerziehung. Dabei ist das ein Vergleich, den man eigentlich nicht scheuen muss. Das hat natürlich hat's auch in DDR-Heimen Unrecht gegeben, auch sexuellen Missbrauch und alles. Ja, aber keine Zwangsarbeit zum Beispiel. Ja, den Kindern sind keine Bildungschancen vorenthalten worden, sage ich jetzt mal so als These. Ja, aber die Linke konnte denen nicht helfen, hat denen nicht geholfen. Und es ist dann eine Antje Vollmer von den Grünen, die das Ding dann im Sinne der Regierenden versenkt hat, dass die ehemaligen Heimkinder minimale Gratifikation bekommen. So, und ich denke, wir müssen eine eigene Position zur DDR finden. Ja, auch wenn viele meinen, jetzt ist das irgendwann mal vorbei. Das ist Geschichte, ist nie vorbei. Ja, das wird immer wieder, wird uns das um die Ohren gehauen und in vielen Bereichen auch zu Recht.
Und dann muss man dazu eine Position finden. Und ich denke, dass die Geschichte der DDR jetzt von der offiziellen Erinnerungspolitik seit 25 Jahren prinzipiell falsch erzählt wird. Ja? Also niemand würde auf die Idee kommen, die Geschichte Westdeutschlands, ja, von 1945 bis 1989, nur über den Bundestag, nur über Gerichte, Polizei und Verfassungsschutz erzählen. Ja? Da würden sofort die Leute sagen, die Westis, ja nee, das war der Westen, war aber mehr. Ja? Aber in der DDR-Geschichte ist nichts anderes gemacht worden. Mit der Folge, dass, naja, jetzt in der offiziellen Erinnerungspolitik, also dass ich Stasi unterlagen würde. Das meine ich. Entschuldigung. Ja. Also, kann ich da gerne verbessern. Und mit der Folge, dass etwa 9 von 10 Menschen, schätze ich jetzt mal, die Erinnerung an die DDR haben, sich darin nicht wiederfinden. Ja, also 9 von 10 Menschen, schätze ich mal, die sind ja so erstmal nicht in Konflikt mit den Verhältnissen geraten. Ja? Und sie können in diese Erinnerung, in dieser Erinnerungspolitik nicht andocken. Und erleben, dass nicht erzählt werden kann, das macht Menschen auch krank. Da ist auch ganz viel Kummer bei rausgekommen durch diese Erinnerungspolitik. Und das ist ja auch so, das wird ja auch ganz bewusst instrumentalisiert. Ja? Ich staune, hier wird in Thüringen gerade vom Beauftragten für die Aufarbeitung der SED-Diktatur wird gerade da ein völlig neuer Begriff in die Debatte geworfen. Also der Christenverfolgung. Weil sie wirklich staunt. Ja? Wann hat es denn hier in der DDR eine Christenverfolgung gegeben? Das behaupten die tatsächlich. Ich habe dem Christian Dietrich und ihr mal erfahren, ich habe den heute auf Facebook geschrieben, das hat eine Christenverfolgung in Deutschland gegeben im 20. Jahrhundert. Ja? Aber das war nicht in der DDR. Das ist hier die protestantische Gemeinde, die evangelische Gemeinde im Ghetto Theresienstadt im Untergrund, die hatte etwa 3000 Mitglieder. Das waren alles Protestanten, die über die Bekenner, die haben sich ja, die Bekenner Kirche hat sich ja nicht um die gekümmert, die haben sich um irgendwelche Fahrer gekümmert. Also die über die Rassgesetze der Nazis zu Nicht-Ariern erklärt worden sind. Diese Menschen wären normalerweise gar nicht ermittelbar gewesen, wenn die Kirche nicht zugearbeitet hätte, wenn sie nicht Einblick in die Kirchenbücher gewährt hätte, wenn sie die nicht auch bewusst rausgesucht hätte. Und da sprechen eben einige Historiker, Manfred Geilhoff zum Beispiel, von einer Christenverfolgung in der Kirche. Ja? Wir wissen nicht, wie viele Christen, Protestanten dadurch ums Leben gekommen sind, in den Vernichtungslagern. Ja? Aber das ist eine Christenverfolgung. Ja, aber nicht in der DDR. Und deshalb, ich stehe da mit meiner Position alleine. Die Linke in Thüringen, die wehrt sich da überhaupt nicht. Das sind, zur Not geben die wieder irgendein Lippenbekenntnis ab, ja, ohne sich aber der Diskussion zu stellen. So, jetzt komm mal, ich bin fast fertig. Das war einfach der Gedanke, dass man DDR neu denkt, indem man das erstmal zur Kenntnis nimmt. Es gab immer zwei Diskurse zur DDR. Der eine hat die DDR vom Anfang erzählt, wo die DDR als antifaschistischer Versuch erscheint, der dann irgendwann gescheitert ist. Und es gibt einen Diskurs, der hat dominiert, wo die DDR, wo mehr dieser Unterdrückungsmechanismus, also der Wert, das Gewicht auf die Unterdrückung und auf das Ende der DDR und auf Stasi und so weiter gelegt wird. So, aber der Alltag der Menschen kam da überhaupt nicht richtig zur Sprache. Ich habe gesagt, das war der Gedanke, dass man die DDR neu erzählt, also ohne sie zu dämonisieren, aber ohne sie zu verklären. Dass man ein multiperspektivische Sichtweise sucht, die eben Raum für das Leben lässt, aber eben auch für das Unrecht, was geschehen ist. Das ist der Gedanke, dass wir so auch eine Erzählung von uns selbst finden, zu unserer Verhältnis zur DDR, wo wir herkommen. Ja, dass das nicht weiterhin ein
Das ist ja für viele, die neu in die Partei eintreten, das ist ja ein schwarzer Fleck und das stört die im Moment gar nicht. DDR, was geht mich das an? Ja, ja, so viel erstmal von mir. Als nächstes macht dann der Mühlenberg weiter. Ja, Herr Mühlenberg macht weiter. Also Carsten, du hast völlig recht. DDR war nicht alles nur gut, ja. Das mal so zu sagen. Also, aber seine Frage war ja, müssen wir die DDR neu denken? Meine Antwort auf diese Frage möchte ich absichtlich ganz subjektiv halten, auch um auszudrücken, dass jedes Nachdenken über Vergangenes subjektiv ist. Auch bei den Historikern, die sich um strenge Objektivität bemühen, sich an die Quellen halten. Das ist ja völlig klar und darüber müssen wir uns nicht wundern. Subjektiv, schon weil ich in der DDR gelebt habe, habe ich auch immer über sie nachgedacht und dies immer mehr oder weniger neu und immer auch etwas anders und da ist die Spanne sehr weit. Anders beim Fackelzug am 6. Oktober 1949, als das Stalin-Telegramm uns mitteilte, dass die Gründung der DDR ein Wendepunkt in der Geschichte Europas sei. Das haben wir wahrgenommen. Anders am 10. November 1989 vor dem Rathaus Schöneberg, als Kohl ein freies deutsches Vaterland hochleben ließ und der krächzende Wohlrabe das Deutschlandlied anstimmte. Neu und anders als politischer Mensch, neu und anders als Fachmensch für Kultur. In meinem Fach gab es zu DDR-Zeiten etliche Schwierigkeiten, die eigene Kultur zu erforschen. Das war auch nicht sonderlich spannend, dennoch liegt dazu einiges vor, denn natürlich haben wir ja gearbeitet. Nach 1989 wurde das eigentlich erst hochspannend, weil hier das wohl einmalige geschichtliche Ereignis stattfand, das eine doch recht große Population von 16 Millionen quasi über Nacht in ein anderes Gesellschaftssystem verpflanzt worden ist. An den Anpassungskonflikten konnte man nun erkennen, was an den Deutschen der DDR mit den Jahren kulturell anders geworden war, im Verhältnis zur Arbeit, in den Vorstellungen von Armut, Reichtum, von sozialer Gerechtigkeit, im Verhältnis zum Geld, im Umgang mit der Zeit, im Geschlechterverhältnis, in den Demokratievorstellungen, in den Lebensstilen und so weiter. Festgehalten haben wir unsere damaligen Befunde 2000 unter dem Titel Befremdlich anders, Leben in der DDR und dieses befremdlich doppeldeutig. Befremdlich für die im Westen, aber auch fremd geworden für die im eigenen Lande, die damit ihre Schwierigkeiten bekamen. Über die Jahrzehnte hat sich auch meine Fragestellung geändert. Am Anfang meines halbwegs bewussten Lebens war eine der großen politischen Fragen, was wird aus Deutschland? So haben wir damals gedacht. Meine Prüfung für das Abzeichen für gutes Wissen in Bronze 1950 belegt unsere damaligen Vorstellungen. Wir saßen in der Waldstraße in Johannisthal, in der FDJ-Kreisleitung, historischer Ort, diese Waldstraße. Nebenan tappelte der zweijährige Genosse Gysi umher. Wir wurden einzeln vor die Prüfungskommission geladen. Und so wussten wir bald, welche knifflige Frage allen gestellt wurde. Und so konnte auch ich, als ich befragt wurde, an welchen Flüssen liegen die beiden deutschen Hauptstädte, sagen, na, sagt man da, empört sichtlich, sagte ich, Deutschland hat nur eine Hauptstadt und die liegt an der Spree. Davon waren wir damals fest überzeugt. 20 Jahre später sollten wir darüber nachsinnen und schreiben, warum die DDR eine eigene Nation geworden sein könnte. Alle besinnen sich.
als ich dann 1986 in einem Referat darüber nachdachte, welche Position die beiden deutschen Staaten und Gesellschaften in Europa einnehmen, strafte mich die Abteilung Wissenschaft des ZK ab, weil ich überhaupt beide deutsche Gesellschaften miteinander verglich, sie also quasi auf eine Stufe stellte. Wer kann denn so etwas machen? Und dann auch noch, weil ich überhaupt über unsere Stellung in Europa was zu sagen mich erdreistet hatte, und das passte nicht mit unserer Opposition damals gegen Gorbatschow zusammen, obwohl ich nicht auf seiner Seite stand. Wieder 20 Jahre später beeindruckte mich mein ehemals westdeutscher Kollege Christoph Kressmann mit dem Versuch, die deutsche Geschichte nach 1945 als asymmetrisch verflochtene Parallelgeschichte darzustellen. Ein etwas kompliziertes Wort, aber damit war die DDR eine der Antworten auf die 1945 entstandene Situation, die kapitalismuskritische Variante in der deutschen Geschichte. Und das fand ich okay. Kressmann hat auch zwei Bände so geschrieben. Der deutschen Geschichte ist allerdings nur bis 1960 gekommen. Daraus ergaben sich für mich mehrere spannende Fragen. Zwei möchte ich andeuten, eine mehr selbstkritische und eine mehr wissenschaftliche. Die selbstkritische: warum hat sich unsere deutsche Variante nicht behauptet? Wäre eine andere Variante, hätten wir eine andere Variante gefahren, wäre sie erfolgreicher gewesen? Dahinter die Frage, was sind die Schuldigen, was haben wir falsch gemacht und so, was hast du, Genosse, falsch gemacht? Das Ergebnis wäre eine Art Anleitung zum Bessermachen. Aber ich kann noch nicht erkennen, wer da demnächst loslegen könnte. Wer meine Antwort braucht. Also kann ich diese Frageweise hintanstellen und beruhigt sagen, die Enkel fechten es besser aus, sie werden sicher irgendwann machen. Darum würde ich mein Motiv für DDR neu denken, in den Lebensfragen unserer Nation sehen. Das ist Lebensfragen unserer Nation. So sprachen wir zwischen 1945 und 1955. Da könnte es nützlich sein, die DDR-Variante wie die BRD-Variante aller anstehenden Entwicklungsprobleme der heutigen Deutschen sachlich vergleichend aufzuarbeiten. Die Entnazifizierung und das Umerziehungsprogramm, die Bewältigung der Reparationen, den Wiederaufbau der Industrie, die Abhängigkeiten von der Besatzungsmacht, das Verständnis von Arbeitsgesellschaft, den Aufbau der Sozialsysteme, den Umgang mit der wissenschaftlich-technischen Revolution, die soziale Differenzierung, die Geschlechterfrage und so weiter. Ein Beispiel aus meinem Fach. Im Osten wuchs aus dem antifaschistischen Umerziehungsprogramm gleich ein Kultur- und Bildungsprogramm hervor. Hauptgrund war der Elitenwechsel, der soziale Aufstieg in Führungsfunktionen aller Art, ebenso wie die neuartige Berufstätigkeit von Frauen. Beides verlangte eine hohe Bildungs- und Kulturanstrengung. Dass das Kulturprogramm dann ganz großartig aufwuchs, hat noch einen zweiten Grund: die soziale Ungleichheit. Vor allem der Unterschied zwischen körperlich und geistig Arbeitenden. Das war uns damals ein Problem. Der wäre ja zu überwinden, dachten wir, wenn die körperlich Arbeitenden zum Buch greifen und es dann auch lesen. Schließlich kommt es zur futuristischen Parole vom Lesenden zum schreibenden Arbeiter. Zum Glück zeichneten sich dann mit der beginnenden wissenschaftlich-technischen Revolution andere Lösungen für die sozialistische Gesellschaft ab, um den Unterschied zwischen körperlich und geistig Arbeitenden, der ja höchst unsozialistisch ist, also nichts für eine sozialistische Gesellschaft, zu überwinden. Und das war dann auch genau der Zeitpunkt, zu dem das nach 1945
rekonstruierte elitäre Bildungskonzept der BRD abgeschafft worden ist. Da hieß es die deutsche Bildungskatastrophe. Noch 10 Jahre weiter, mit dem Übergang in die Freizeitgesellschaft, hieß es dann 1974 auch im Westen Kultur für alle. Und in Anlehnung an unseren schreibenden Arbeiter des Bitterfelder Weges war dann auch bald von Kultur von allen die Rede, was ja ungefähr dasselbe ist. Dieser Übergang in die Freizeitgesellschaft in beiden deutschen Gesellschaften, und das ist auch weltweit einmalig, war nun ein Drittel der Tage Freizeit. In beiden, geht mein Zettel hier weiter, jetzt kommt hier Carsten Krampitz. Und dieser Übergang in die Freizeitgesellschaft bereitete der DDR dann andere Probleme. Anfang der 70er begann hier die immer bessere Befriedigung der ständig wachsenden Bedürfnisse der Bevölkerung, das Programm, das mit dem Namen Erich Honeckers verbunden ist. Wenn nach 89 im Osten wichtige, für die DDR spezifische öffentliche Träger des kulturellen Lebens wegbrachen, so die Betriebe und die Gewerkschaften, die ja wichtige kulturelle Träger waren, blieb doch hier ein erstaunlich hoher Standard erhalten, ablesbar an den prozentual höheren Kulturausgaben der ostdeutschen Länder, die ständig vom Westen her kritisiert werden. Und das hängt offenbar mit einem jahrzehntelangen kulturellen Wettstreit der beiden deutschen Teilgesellschaften zusammen. Vor allem was die öffentliche Förderung, vor allem der Künste betrifft. Um den zu verstehen, damit endet mein Beispiel, müssen wir wohl in die Geschichte des deutschen Bürgertums ebenso zurückblicken wie in die Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Und damit wollte ich andeuten, dass sich die DDR-Geschichte wohl nur erschließt, wenn wir sie auch als notwendige Folge der deutschen Geschichte vor 1945 begreifen. Und da dies mein Fachgebiet ist, kann ich bestätigen, dass das Interesse daran, auch an DDR-Geschichte, in den letzten Jahren ständig zugenommen hat. Ein einfaches Beispiel dafür. Wir haben eine Gesprächsrunde zwischen den letzten noch vorhandenen Generaldirektoren der DDR-Kombinate, also den Industriekapitänen der DDR. Vor 4 Jahren haben wir damit angefangen. Da waren wir eine kleine Runde und sie sagten, bloß keine Namen nennen, keine Öffentlichkeit, sonst reden wir nicht. Wir haben das aufgenommen, was sie sagten. Von Gesprächsrunde zu Gesprächsrunde nahm das Interesse auch unter den Leuten, unter den Bossen selber zu. Das Publikum größer, immer mehr Studenten kamen, sodass wir schließlich ein Buch draus gemacht haben. Jetzt reden wir. Bisschen doof der Titel, aber macht ja nichts. Weil das Sensationelle ist geschehen. Wir dachten so, naja, in der Preislage verkaufen sich so Bücher zwischen 300 und 600. Als wir die ersten 2000 verkauft hatten, waren wir stolz, jetzt ist es vergriffen, wir haben 20.000 gemacht. Und gleich das zweite Buch, jetzt reden wir weiter. Das wird natürlich keine 20.000 erreichen, nehme ich mal an, sondern nachzulassen. Aber vielleicht. Ich sehe, dass das Interesse an der DDR-Geschichte zunimmt und dass man deutsche Geschichte nicht machen kann, ohne sachlich und ordentlich zu erklären, wie die sozialistische DDR aus der deutschen Geschichte herauswuchs, bei aller Abhängigkeit von der UdSSR und ihrer Politik, so wie die Geschichte der Bundesrepublik auch nur aus der deutschen Geschichte erklärt werden kann. Und auch in aller Abhängigkeit von den Eingriffen der USA, die ja eine ähnliche Funktion hatten in anderer Weise. Und da, glaube ich, ist die Geschichtswissenschaft, je weiter wir uns entfernen von den propagandistischen, ideologischen Kämpfen, die ja unmittelbar verbunden waren mit dem Ende der DDR,
Und ich erkläre mir auch die Angelegenheit mit André Holm nicht, wie du das jetzt wieder aufkocht alles, sondern was sind ja gezielte Maßnahmen, weil man ja was gegen die politische, den Eintritt der Linken in die Stadtregierung hatte und danach hörte und grob, was man dagegen machen kann. Das würde ich nicht für das allgemeine Klima halten. Für den wissenschaftlichen Bereich könnte ich es nicht bestätigen. Da sehe ich bei den Kollegen aus Osten wie aus Westen eine andere Tendenz. Danke, Dietrich. Und ja, ich darf direkt an Ellen weitergeben. Und danach können wir dann noch direkt mal in eine Diskussion starten. Ja, schönen guten Abend. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, sich der Sache zu nähern. Entweder über einen, vielleicht noch mehr, aber ich rede jetzt von zwei, die ich sehe, über einen klaren, abstrahierenden Weg. Wäre wahrscheinlich besser. Ich will es trotzdem auf der ganz persönlichen Ebene machen. Ich will etwas sagen dazu, was mein Verhältnis zur DDR bestimmt hat und in gewisser Weise auch noch bestimmt. Und dies nicht ohne Nachdenklichkeit, sondern durch Nachdenklichkeit. Ich bin nicht in der DDR aufgewachsen, sondern im Ruhrgebiet. Und mein Vater ist 1956 nach dem Verbot der Kommunistischen Partei Deutschlands in die DDR gegangen. Und wir haben 3 Jahre faktisch getrennt gelebt. Meine Mutter und ich sind dann 1959 nach Berlin gefolgt. Und ich habe in diesem Kontext, ich will das mit einem Stichwort machen, als Kind erlebt die Verhaftung, die Verfolgung von Kommunisten, das Klima. Und für mich ist eine Sache immer klar gewesen und klar geblieben. Und ich drücke es jetzt mal sehr neutral aus. Der Kalte Krieg war wütend wie drüben. Kein Vergnügen für diejenigen, die mit dem jeweiligen System, in dem sie lebten, ihre Probleme hatten. Das war wertfrei. Ich kam den ersten Tag in die Schule, 7. Klasse in Köpenick. Und dieser Schultag begann wie folgt. Ich stand an der Tür, Unterricht hatte noch nicht angefangen, die Schüler kamen raus, sagten, bist du die aus dem Westen? Ja, bin ich. Musstest du mit, haben die dich gezwungen? Hast du keine Verwandten, wo du hättest bleiben können? Was haben deine Eltern eigentlich ausgefressen, dass die hierher kommen? Das war die erste Begegnung, noch vor dem ersten Klingelzeichen in Berlin 1959 in der 6. Oberschule in Berlin-Köpenick. Es ging bei diesem, also alle Illusionen, die ich hatte darüber, und die hatte ich, dass die Menschen in der DDR alle, bis auf die richtigen Gegner, fest und treu zu diesem Sozialismus stehen, weil man ja gar nicht anders kann, da das der Fortschritt der Geschichte ist, sind eigentlich an diesem ersten Tag in Frage gestellt worden. Ich habe begriffen oder gefühlt, begriffen ist vielleicht für eine 13-Jährige ein bisschen viel gemacht. Ich habe gefühlt, dass die Dinge wesentlich komplizierter sind, als ich sie mir vorgestellt habe. Und ich wäre ohne meine Eltern, die tolle Menschen waren und bei denen Wort und Tat bis zu ihrem Ende übereinstimmten und die überzeugte Kommunisten waren,
wäre ich mit dieser Situation damals ideologisch nicht fertig geworden. Ich wäre mit Sicherheit daran zerbrochen. Die haben es mir versucht zu erklären und haben es, glaube ich, auch geschafft. Und dann gab es noch was. Nachdem ich die Debatten, die dort liefen und wo die Lehrer uns teilweise erlaubt haben, in den Unterricht rein zu diskutieren, eine Weile durchgestanden hatte, kamen die Ersten und sagten, ach, endlich mal einer, der was sagt. Und ich habe gesagt, ja, warum sagt ihr denn nichts? Das kam so sinngemäß, wir wussten ja nicht, ob wie lange du das durchstehst. Dann differenzierte sich das, dann änderte sich auch der Eindruck. Aber das, was ich erlebt habe, und es war ja sowieso eine Situation 59, wenn da morgens also welche nicht in ihrer Bank saßen, dann wusstest du nicht, hat der die Grippe oder sind die über Nacht im Westen gegangen. War ja die typische Situation, gerade in Berlin. Und wenn es dann um das Gespräch West-Ost ging, dann ging es nicht um Fragen, die also irgendwelche moralischen Kategorien, um das mal ganz abstrakt zu sagen, betrafen. Sondern es ging um Konsum. Und da war natürlich in West-Berlin und in der alten Bundesrepublik die Situation in jeder Hinsicht unvergleichlich günstiger. Und da war man bei dem Punkt, welches waren die Ausgangsvoraussetzungen. Hier der Marshallplan und die sozusagen traditionell die Industriestandorte. Und was war hier? Was konnte die Sowjetunion, die selber 2000 Kilometer verbrannte Erde hatte, machen? Also all diese Fragen hingen da dran. Über all das haben meine Eltern mit mir geredet, einschließlich der Tatsache, dass die Generation, die Faschismus erlebt und gemacht hatte, noch nicht übermäßig lange von dieser Zeit 45 weg war. Das waren noch keine 20 Jahre zu diesem Zeitpunkt. Und wir haben eigentlich dann über das, was man heute Werte nennt, geredet. Was ist wichtig? Und jetzt sage ich mal, was für mich eben ganz wichtig ist. In meiner Schule in Westerholt, im Ruhrgebiet, waren alle Lehrer, die nicht junge Lehrer waren, ehemalige Nazis. Teilweise Nazi-Funktionäre. Ich will damit nicht sagen, dass das alle schlechte Lehrer waren. Aber die waren alle in der NSDAP, in der NS-Frauenschaft gewesen, hatten mein Klassenlehrer war der Ortsgruppenchef der NSDAP. Das war das Normalste von der Welt. In der Klasse hing die Karte mit den Grenzen von 1937. Und am Volksbrauertag gedachte unser Geograf- oder Erdkundelehrer, der Mitglied der Waffen-SS gewesen war, der deutschen Soldaten, die fern der Heimat ihr Leben gelassen hatten. Und in der Schule in Köpenick gab es solche Lehrer nicht. Es war eine neue Generation, die sehr bewusst, so wie der gesamte Staatsapparat im Grunde genommen, eine neue Generation, die sehr bewusst ausgebildet wurde. Die Blume wurde dann eben für einen gewissen Zeitraum, die Ossis hier kennen alle den Film Wege übers Land mit H geschrieben. Aber es waren andere Strukturen. Und jetzt komme ich zum Punkt DDR. Ich habe mich mit der DDR nicht identifiziert, weil ich der Auffassung war, dass sie schon also den Idealen entspricht, die wir anstreben. Die entsprach diesen Idealen in vielen Punkten nicht. Ich bin auch nicht sozusagen, ich habe auch nicht die Bundesrepublik Deutschland nicht als mein Vaterland betrachtet, weil ich dort alles schlecht fand. Ruhrgebiet habe ich immer als Heimat empfunden, ist merkwürdig, als ich wieder zurückkam, wo man als Kind war, da bleibt auch ein Stück Heimatgefühl. Aber für mich war das Entscheidende, dass andere Strukturen waren, nicht kapitalistische Strukturen, antifaschistische Strukturen. Und das waren es wirklich. Und das ist so geblieben. Und das bedeutet, wie gesagt, überhaupt nicht, dass ich nicht, ich könnte jetzt stundenlang über Mängel reden und Fehler und andere Dinge in der DDR, über all die Schwachsinnigkeiten, die wir oft gemacht haben. Wenn ich nur an unsere Informationspolitik denke, wo jeder wusste, wenn er das ND liest, bei mir im Betrieb sieht das ganz anders aus. Und wie das war, wenn die Meldung kam über die Planerfüllung und 100% und
könnte ich weitermachen. Das ist nicht der Punkt, den verteidige ich auch nicht. Der Punkt ist, dass ich als das Entscheidende empfand und immer noch empfinde, dass der Versuch gemacht wurde, die privatkapitalistische Aneignung zu überwinden. Und ich ende mit folgender Fragestellung. Die Frage, die für mich steht, ist, war es legitim, die Macht des Kapitals zu brechen und durch Verhältnisse zu ersetzen, die nicht durch die Jagd nach dem Profit bestimmt waren? Oder machten die Unzulänglichkeiten des frühen Sozialismus diesen zu einer illegitimen Angelegenheit? Das ist aus meiner Sicht die Kernfrage. Und die beantworte ich für mich ganz klar. Es war legitim, Sozialismus zu versuchen. Und wir haben es nicht geschafft. Und wir stehen in der Frage, woran das lag, im Grunde genommen am Anfang. Und die gesellschaftliche Atmosphäre, in der wir jetzt leben, ist ungeeignet. Das ist das große Problem, über diese Dinge sozusagen vorbehaltlos zu reden. Das ist das Riesenproblem. Ich schließe ab, wir waren, mein Mann und ich, jetzt für eine Woche in Polen, im Urlaub, und haben dort mit einem Ehepaar am Tisch gesessen, ein bisschen jünger als wir, er Rentner, sie noch tätig, beides Ossis, im Beamtenstatus, Geld nicht das Problem, materielle Dinge nicht das Problem. Das Problem, sie sagt, ich habe am Anfang versucht, bei meinen Kolleginnen, die hat fast nur Westkollegen durch die Struktur dessen, wo sie arbeitet, denen bei bestimmten Stellen zu sagen, aber das war so nicht. Ich habe es aufgegeben. Ich mache es nicht mehr. Die wissen es sowieso besser und ich komme nur in eine blöde Lage, weil man mir unterstellt, dass ich sozusagen über die Dinge nicht nachdenke und dass ich nichts begriffen habe. Also das Klima ist nicht frei, aber wir bräuchten ein freies Klima, um in aller Offenheit über Pro und Contra zu reden und natürlich auch über den Contra. Ja, so viel. Okay. Ja, wir hatten ja bereits in der Beschreibung zu der Veranstaltung, dass es Begrifflichkeitsprobleme mit der DDR gibt. Es ist ja jetzt auch angeklungen, dass sie zwischen Dämonisierung und Verklärung stehen. Und dass Begriffe wie Unrechtsstaat oder Parteidiktatur der DDR einfach nicht gerecht werden, weil sie Selbstverständnis und Ziele der DDR ausblenden und auch die reale Politik der DDR. Und das Maß, woran man die DDR messen muss, ist, wie sie ihre Ziele umgesetzt hat und was sie erreicht hat. Und, geht zum Bösen? Was? Entschuldigung. Und ja, wie würdet ihr denn sagen, kann man dann einen Mittelweg finden zwischen diesen Punkten? Also, ja, Carsten. Also das ist, man muss die DDR nicht nach dem Maß ihrer umgesetzten Politik bewerten, sondern nach dem Leben der Menschen dort, ja, nach dem Alltag. Das ist es ja, die Gleichsetzung von Staat und Gesellschaft, da fängt ja schon das Problem an. Also es gibt wir haben keinen praktikablen Herrschaftsbegriff zur DDR. Ja, aber also das ist klar, Unrechtsstaat, das ist ein Kampfbegriff, aber trotzdem war die DDR ein Staat, in dem große Unrecht geschehen ist. Ja, wir haben auch, jetzt haben wir wieder den Versuch, die DDR vom Anfang zu erzählen. Und als antifaschistisches Aufbauwerk, ja, in den 50er Jahren gibt es pro Jahr 10.000 bis 12.000 Verurteilungen wegen politischer Delikte. Ja, das ist unfassbar. Und es ist eben auch so, dass wenn pro Monat 10.000 Menschen abhauen, das Land verlassen, mit den Füßen abstimmen, dann kann ich nicht sagen, ja, das war ein ehrlicher Versuch und ja, es ist
vielleicht klappen können und so. Da hat schon grundlegend was nicht hier stimmt. Ja? Aber, naja. Also, ich finde es jetzt gar nicht gut. Es ist nur ein Beispiel. Wir haben hier mal vom Ende betrachtet, der DDR. Matthias Bernalke ist da. Von Matthias, der operative Vorgang, ja, hatte den Namen Parasit. Ja. Matthias kann sich nicht bewegen, ist Aktivist in der Behindertenbewegung. Nur mal so fragen, was ist das für ein Menschenbild? Ja. Von MFS, Stasi. Ja, das ist passiert. Gleichzeitig haben dort Menschen natürlich auch ganz normal in diesem Land ihre Kinder aufgezogen, sind arbeiten gegangen und so weiter. Ja, in Urlaub gefahren. Ja. Und da muss ein Weg gefunden werden, das zu erzählen. Das habe ich gesagt, mit einer multiperspektivischen Sichtweise irgendwie. Ich habe da auch noch keine Idee. Ja, vielleicht mal ganz kurz, es gab vor langer, langer Zeit von Günter Gauss gab es dieses Bild der DDR beschrieben als ein Staatsvolk der kleinen Leute. Ich finde, das ist ein spannendes Bild. Ja, ist natürlich, wenn man zur Nomenklatur gehört hat, wird es dem nicht gerecht. Aber er hat das erklärt, ja, dass auf dem Gebiet der DDR alle Menschen, die mal irgendwie Vermögen hatten und Besitz, die sind entweder ab 33 umgebracht, aus Land getrieben worden, ja, oder eben nach 45 dann enteignet, so weiter, und haben das Land verlassen. Zurückgeblieben sind die kleinen Leute. Ja, und mit ihnen, ich habe jetzt Günter Gauss zitiert, ja, ich finde, das ist ein spannendes, dadurch ist ein soziales Gefälle entstanden, was wir noch heute haben. Also ich würde das nicht so erklären. Also was in den ersten Jahren nach dem Kriege geschah, ist ja eine Reaktion darauf, dass zunächst eine kleine Gruppe von Antifaschisten versuchte, eine neue Gesellschaft aufzubauen. Und man doch damit rechnen musste, dass so wie du jetzt sagst, die haben ja einfach in der DDR ganz wunderbar so vor sich hingelebt, müssen wir dann davon ausgehen, dass die Mehrheit der Deutschen bis zuletzt ja auf der Seite der Nazis gestanden hat, bis zuletzt mitgemacht hat. In der Situation eine neue Gesellschaft aufbauen heißt, alle Gutwilligen fördern, und aufpassen, dass die Bösen nicht zum Handeln kommen. Dass dabei Übergriffe geschahen und die Verkehrten gegriffen wurden, das ist geschichtlich belegt, muss man nicht darüber diskutieren. Das hat sich erst mit den Jahren geändert und hat sich auch erst geändert, indem die sowjetischen Organe ein Stück das an die deutschen Organe übergeben haben. Aber wer waren denn die deutschen Organe? Das waren in der Mehrzahl ja junge Leute, die neu in diesem Job waren, die vorher was anderes gemacht haben, die in Kurzlehrgängen gelernt haben, wie man Richter wird. Und die meisten waren ja Hitlerjungen. Und die, nachdem sie gemerkt haben, dass sie da auf der falschen Kante waren, sehr rigoros auch die Neue vertreten haben. Das ist uns doch bekannt. Und das kann nicht anders sein. Natürlich war es eine Art Diktatur jetzt, der Antifaschisten gegenüber den anderen. Unterdrückt wurde. Unterdrückt wurde auch gelegentlich etwas, was man besser hätte laufen lassen sollen. Das wissen wir heute, können wir zurückblickend sagen. Aber wir müssen auch daran denken, dass außer den Ärzten und den Pastoren ja alle
entlassen worden aus ihren Funktionen, Lehrer, Juristen und so weiter, die irgendwas mit den Nazis zu tun hatten. Überall neue Leute waren. Und bis die den richtigen Umgang gelernt haben, das dauerte eine ganze Weile. Das ist ein anderes Rechtssystem, als eben hier geschildert wurde aus der Bundesrepublik. Deswegen ist auch das alles historisch sachte zu erklären und auch zu vergleichen mit dem, was um dieselbe Zeit in der Bundesrepublik auf andere Weise geschehen ist. Erst vor diesem Hintergrund, meine ich, wird deutsche Geschichte richtig bewertet. Auch diese frühe Phase. Bevor ich gleich Ellen noch um ihre Stellungnahme dazu bitten werde, möchte ich da mal an der Stelle ganz kurz nachhaken, Dietrich. Das klingt alles sehr stark nach einer, ja, man muss einfach das Wort Relativierung an der Stelle benutzen, weil du im Kern gerade gesagt hast, naja, wir haben ja die Nazis alle aus den Jobs rausgeprügelt, wir haben ja nur junge Leute, die entsprechend vorher keine Nazis gewesen sein können, in den entscheidenden Positionen gehabt. Und dementsprechend muss man da auch in Kauf nehmen, dass es da auch Unschuldige getroffen hat. Ich für meinen Teil möchte mich von einer solchen Positionierung erstmal distanzieren. Ganz ehrlich, es wäre genug Zeit gewesen, nach ethisch vernünftigen, nach rechtsstaatlichen, ja, na gut, deswegen darf ich doch trotzdem meine Position hier sagen, ich bin ja immer noch ein politischer Mensch. Das, was Dietrich gerade gesagt hat, wirkt so auf mich und ich kann das einfach nicht im Raum stehen lassen, ohne da entsprechend meine Position auch mal so zu sagen, weil ich werde ja auch mit dem verbunden, was hier oben auf diesem Podium passiert. Insofern kannst du das gerne kritisieren, wie ich das mache, aber nehme ich dann einfach so zur Kenntnis. Ja, Dietrich, willst du damit sagen, dass aufgrund der Tatsache, dass man in der DDR konsequent entnazifiziert hat, Bautzen und Hohenschönhausen ein Automatismus, also ein nicht abwendbar gewesen wäre? Naja, wenn du dabei gewesen wärst, wäre es sicher anders gelaufen. Ja, das war natürlich jetzt etwas unfair, so zu kontern, aber... Die Alterskarte kann man immer spielen. Nein, das mit der Rechtsstaatlichkeit, also das ist schon so eine Sache. Die Vorstellungen, die die SMAD von Rechtsstaatlichkeit hatte, die Vorstellungen, die deutsche Sozialdemokraten oder Kommunisten von Rechtsstaatlichkeit hatten, waren vielleicht alle ein bisschen anders. Und wenn du gegen Nationalsozialisten, nationalsozialistische Verbrecher vorgehst, dann bist du natürlich kein so zart Beseiteter, der erst nach den Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit sich orientiert. Wer sollte ihm die damals erzählen? Wie sahen die damals aus und wie sehen die heute aus? Sie sind ja auch in der Bundesrepublik, wo professionelle Richter mit langer, langer Arbeitstradition am Werke waren und keine Neulinge, sehr kritikwürdig, würde ich mal sagen, ganz gelinde. Nicht nur politisch kritikwürdig, sondern auch juristisch kritikwürdig, was da abgelaufen ist. Also, wir müssen die Kirche auch im Dorf lassen und natürlich wäre es besser gewesen, wenn wir da lauter kluge Vorgebildete gehabt hätten, aber die wenigen Juristen mit großen Kenntnissen und Traditionen, die auf Seiten der SBZ und dann der DDR waren, die kennen wir ja alle. Und was die geleistet haben, hat meine Hochachtung, dass sie nicht immer frei entscheiden konnten, weil bis ans Ende der DDR ja noch woanders mitentschieden worden ist, und zwar ganz gewaltig, bis ans Ende der DDR und wir von Moskau aus auch am Ende auch über den Tisch gezogen worden sind, das müssen wir dabei auch bedenken.
Das spricht uns nicht frei davon, dass wir sagen können, na, da ist was falsch gemacht worden. Und das ist nach heutigen Vorstellungen nicht zu akzeptieren. Da sind wir ja einer Meinung. Aber natürlich wissen wir das heute. Also das, was Carsten erzählt hat, diese Bezeichnung Matthias, ja, von Matthias als Parasit, das ist zynisch, das ist grauenhaft, das ist etwas, wofür ich mich schäme, da ich mich identifiziere mit vielen und wofür ich mich auch heute noch entschuldige, dass das gegeben hat. Das ist nicht zu entschuldigen. Erstens. Zweitens. Wir haben auch Menschen zu Feinden gemacht, die keine waren, indem wir verwechselt haben, weil es auch aus verschiedenen Gründen verwechselt haben, eine andere Meinung, eine Kritik mit einer Haltung, die kontra ist. Ich kenne selbst solche Menschen, wo ich sage, mein Gott, wie konnte im Nachhinein sein? Wie konnte das passieren? Die haben doch eine Haltung zu diesem Versuchssozialismus gehabt. Auch das will ich nicht in Frage stellen. Das Problem, das ich benennen möchte, ist das, dass heute so getan wird, als hätte die DDR überhaupt keine Feinde gehabt. Als hätte sie sich überhaupt nicht schützen müssen. Als hätte es zum Beispiel in Bezugnahme, also als die Grenze offen war, die war ja verdammt lange offen, als hätte es die Abwerbung überhaupt nicht gegeben. Als hätte nicht für jeden, es hat Leute gegeben, die haben an der Humboldt-Universität oder an irgendeiner anderen Uni Medizin studiert. Die hatten ihren Vertrag für die Bundesrepublik schon in der Tasche, bevor sie ihr Staatsexamen hatten. Die haben, wenn sie dann drüben waren, die notwendigen Gelder gekriegt, um eine Praxis aufzumachen. Und es war für die Bundesrepublik Deutschland trotzdem noch erheblich billiger als die Ausbildung eines Arztes von A bis Z. Es wird so getan, als hätte es die 50.000 Leute, die aus Ostberlin in Westberlin gearbeitet haben und auf der Grundlage des Kurses 1:4 bis 1:5 auf beiden Seiten alle Vorteile genossen, nicht gegeben, denn war für die Volkswirtschaft der DDR unerträglich. Also das alles wird ausgeblendet und sozusagen die DDR reduziert auf die Dinge, die wirklich Unrecht waren oder von denen heute behauptet wird, sie seien Unrecht gewesen. Das müsste man dann im Einzelnen auseinandernehmen. Das ist eigentlich das Problem. Und das hat im Grunde genommen seinen konsequentesten Ausdruck in dem Begriff Unrechtsstaat. Unrecht hat es gegeben, nicht zu knapp. Übrigens auch in der alten Bundesrepublik. Mich zu klar. So. Und die Schweinerei ist, dass man so tut, als sei dort alles prima gewesen und bei uns alles fürchterlich. Das ist das Problem. Nicht, dass über die kritikwürdigen Dinge gesprochen wird. Wir müssten ja irre sein, wenn wir es nicht hätten. Wie wollen wir nochmal die Hoffnung wecken auf etwas Neues, wenn wir so tun, als sei alles in Ordnung gewesen. Wenn alles in Ordnung gewesen wäre, wären wir vermutlich noch da. Obwohl ich die inneren Gründe nicht für die so, gerade bei dem, was sich heutzutage abspielt, das ist immer der Streitwahn, die inneren Gründe, der Taubproblem oder der äußere Druck. Die werden wir auch nicht bis zu Ende beantworten. Aber jedenfalls haben wir eine ganze Reihe von Nägeln zu unserem Sarg auch selber eingehauen. Wer darüber noch nicht nachgedacht hat, der hat wirklich nicht verstanden. Aber irgendwie müsste man bezogen auf die Relationen die Kirche im Dorf lassen. Und Oliver, wenn in dem Moment, wo man nicht sagt, von Relativierung gesprochen wird, dann hast du die Keule, mit der du alles erschlägst. Oliver.
gerne. Also das, ich habe ja auch nichts reduziert, ja, die DDR auf den Unrechtsstaat, sondern ich habe eingangs ein Beispiel aufgeführt, wo über Unrecht in der BRD in Westdeutschland der 50er, 60er bis hinein in die 70er Jahre ausführlich diskutiert worden ist, in der Presse, in den Medien, und die Linke konnte nicht einhaken in dieser Heimkind-Debatte, weil sie selber die DDR-Geschichte da keine Position zu gefunden hatte. Zum Kapitel Heime, Zwangserziehungsheime in der DDR, Jugendwerkhilfe und so weiter. Deshalb, und es gibt heute ein paar hunderttausend Menschen, die vermutlich weniger Geld in der Tasche haben. Ja, dadurch. Ja, es ist, und das ist so ein Kummer, der auch die Aufgabe dieser Partei ist. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es keine Revolution geben wird. Ja, ist es doch dafür zu sorgen, dass so viel wie möglich arme Schlucker in diesem Land ein besseres Leben führen können. Ja? Und das ist ja, dieser Aufgabe konnte die Linke nicht nachkommen. Ja? Weil sie mit ihrer eigenen Vergangenheit keinen Umgang hatte. Zumindest in diesem Kapitel nicht. Ja? Und ich sage auch, DDR war viel mehr als Unrechtsstaat. Ich sage immer, hey, das Tolle ist, wir waren ein Land, in welchem Land hat ein, drogenabhängiger Totschläger die Nationalhymne schreiben dürfen, ja? Also, oder der seine Freundin da umgebracht hat. Das gab es nur in der DDR, ja? Mit Johannes Erbecher. Und der durfte ja noch Kulturminister werden. Ja? Das ist normal. Das hat es nur bei uns gegeben. Ja? Hier reduziert niemand die Geschichte der DDR auf Unrecht und auf die 50er Jahre. Ich sage, wir sollten mal, es muss einen Weg geben, auch diese Alltagsgeschichte zu erzählen und dabei aber auch das Unrecht im Auge zu behalten. Ja? Und ich kann nicht sagen, ja, da ist ein bisschen was passiert. Die 50er Jahre, das ist knallhart eine stalinistische Diktatur. Ja? Und da gibt es keine Entschuldigung. Ja? Nur weil diese Leute keine Ahnung hatten, ja? Und ihr Handwerk da keine Ausbildung, das ist kein Grund, über Menschen solche Haftstrafen zu verhängen, bis hin zu Todesstrafen. Und natürlich kann man dann wieder darüber reden, ja, im Vergleich, warum wurde eigentlich in Westdeutschland die Todesstrafe abgeschafft? Na klar, die wollten ihre Nazis wieder raus haben, die wollten die retten. Ja, das ist ja der Grund, warum in Westdeutschland in 50er Jahren die Todesstrafe abgeschafft worden ist und nicht in der DDR. Aber sind wir wieder beim Thema Neudenken? Ich sage zum Beispiel, Teilung, du hast das vorhin gesagt, das war für die Kunst war das, für die Kultur war das super. Das ist immer so, die Teilung. Also ähnlich habe ich dich vorhin verstanden, dass die Teilung für die Kultur, die deutsche Teilung, gut war, aber das war schon immer so, schon in der Vielstaaterei. Kassen, lass mal eins und anderen machen. Da hat jeder Fluss sein Theater gehabt und so. Aber das ist... Also ganz kurz. Okay, dann liegt dir jetzt Sachen in den Mund, ja. Bevor ihr jetzt das nächste Fass aufmacht, wollte Elm, glaube ich, noch kurz was zu deinem ursprünglichen Statement sagen, mit dem du jetzt eben angefangen hast. Ja, das sind auch Worte. Ich wollte nur sagen, dass bezogen auf die Position der Partei, der wir hier oben, glaube ich, alle angehören, zum Umgang mit der Geschichte, dass weniger daran liegt, dass die Leute, die das machen müssten, denn soweit mir bekannt ist, ist an der Basis der Partei die Situation dort so unklar nicht. Aber dass diejenigen, die das machen müssten, das nicht deshalb lassen, weil sie es nicht können, sondern weil sie es nicht wollen, weil sie wissen, was das medial bedeutet, wenn man anfängt, differenziert über die Dinge zu sprechen. Das ist das eigentliche Problem. Und da lässt man es dann lieber, beziehungsweise passt sich an. Weil ich rede nicht von der jüngeren Generation, ich rede auch nicht von den Genossinnen und Genossen, die aus den alten Bundesländern kommen und teilweise aus der WASG. Ich kenne so viele. Auch in bestimmten Funktionen in der Partei. Und die kenne ich so lange. Und da kann ich ziemlich genau einschätzen,
ob die wissen, ob da an einer bestimmten Stelle jetzt Schwachsinn erzählt wird oder nicht. Aber es gibt eben zwei Dinge, die sind in diesem Land problematisch. Das eine ist, wenn man ein Problem hat mit Einsätzen der Bundeswehr im Ausland. Und das zweite ist, wenn man auch nur im geringsten Versuch hat, die DDR differenziert und analytisch zu bewerten. Beides ist der Beweis für mangelnde Politikfähigkeit. Und da man politikfähig sein will, übt man in dieser Frage im besten Falle vornehme Zurückhaltung. Und im weniger guten Falle schreibt man Unrechtsstaat in den Koalitionsvertrag. Ich habe bei Carsten ein kleines Verständnisproblem, und zwar mit der Trennung von Gesellschaft und Staat. Und zwar habe ich das, also ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, aber dass in der DDR der Staat oft versäumt hat, der Gesellschaft klar zu machen, warum es wirklich gut ist, dass man die Möglichkeit hat, einen Sozialismus zu leben, und dass auch die Kommunikation oft nicht so optimal war. Also dass Erfolge ganz gepusht wurden und dass Misserfolge eher unter den Teppich gekehrt wurden, um sich vom Feind keine Größe zu geben. Und dass man mit der Argumentation ja auch wieder die Gesellschaft entmündigt. Ich habe das gesagt, weil in der offiziellen Erinnerungspolitik seitens der Stasi-Unterlagenbehörde immer Staat und Gesellschaft gleichgesetzt wird. Und das war so nicht. Also die DDR-Gesellschaft war ja auch kein homogenes Gebilde, wie immer so getan wird, nicht gleichgeschaltet, sondern hat so viele Facetten. Ja. Und das habe ich gemeint, das ist, wenn man da ansetzt, dass die DDR mehr war als ihr Staatsapparat. Lieber Carsten, dann verstehst du unter Gesellschaft im Grunde genommen, wie die Leute so gelebt haben. Das ist ja, sagen wir, nicht unbedingt der marxistische Gesellschaftsbegriff. Man kann anderen Gesellschaftsbegriff haben, aber den würde ich nicht teilen. Und wir müssen bedenken, dass der Staat in der DDR ein anderes politisches Instrument war als der heutige Staat. Er war nämlich auch, er hatte nicht nur politische Funktionen, er hatte eine ganze Reihe von Funktionen, vor allem natürlich wirtschaftliche. Das, was heute die freie Wirtschaft macht, in die der Staat auch ein bisschen verklopfen ist und die er über Gesetzgebung regelt, hat ja in der Deutschen Demokratischen Republik der Staat gemacht. Auch das Rechtswesen und so weiter war alles staatlich. Und es hat auch mit der Staatssicherheit einen Bereich gegeben, der so ein bisschen Staat im Staate war und darum auch allerlei Blödsinn und gemacht hat und allerlei unentschuldbare Dämlichkeiten und Exzesse stattfanden. Das ist uns alles klar. Verbrechen, nicht Blödsinn. Bitte? Verbrechen, Menschenrechtsverletzungen, nicht Blödsinn. Nicht, das war nicht. Ja, das kann man so nennen. Ja, ich bin, wir sind da einer Meinung. Dass das Menschenrechtsverletzungen waren, das ist völlig klar. Aber das geht schon von einem Begriff der Rechtlichkeit aus. Ich will das an einem anderen Beispiel, vielleicht weniger kompliziert. Wir haben alle Makarenkos Weg ins Leben gelesen und danach, wir, euren Leute, ich rede hier vom Saal, und danach gedacht, wie ist die Erziehung der neuen Menschen? Wir treten morgens an, sind bereit und immer bereit, arbeiten den ganzen Tag. Junge Pioniere, kennen nur eins die Tat. Weil er gilt, wer etwas leistet, dem Schmarotzertum erklären wir den Krieg und so weiter. Das war die Vorstellung von richtiger Erziehung. Das hat natürlich seine Vorbilder in der deutschen Pädagogikgeschichte. Und das, was du zu Recht anklagst, an dem, was in der Bundesrepublik abgelaufen ist, in den kirchlichen Einrichtungen, die haben natürlich die gottgefällige Arbeitserziehung gemacht mit denen. So wie wir die sozialistische Arbeitserziehung mit denen gemacht haben. Aber die ist bezahlt worden und die haben noch eine Ausbildung nebenbei gekriegt. Siehst du, wieder Armut im Sozialismus war nicht alles nur gut, ja. Aber das war sehr gut. Ja doch. Ich will nur noch einmal sagen, das war doch der Zeitgeist.
der andere Vorstellungen davon hat, wie Kindererziehung aussieht. Das geschieht bei uns, wo die Arbeiterklasse herrscht, natürlich durch Arbeit und nicht durch Dudeldein. Davon waren wir fest überzeugt. Heute haben wir ein differenzierteres Bild davon, was Kindererziehung ist. In Ost wie in West. Punkt. So, Dietrich, ganz kurz an der Stelle. Wir haben uns ja jetzt an einigen Stellen über Rechtsstaatlichkeit unterhalten. Zur Gründung der Deutschen Demokratischen Republik 1949 war die internationale Menschenrechtscharta, glaube ich, gerade eins. Die ist also im Jahr vorher geschrieben worden und na klar, da war die DDR natürlich nicht Erstunterzeichnerin, aber viele dieser Menschenrechte finden sich halt auch im, ja. im Geltungsbereich und im Wirkungsfeld der DDR-Verfassung ja. Alle wieder, zumindest als Worte auf dem Papier. Ja, aber was dann passiert, war die Umwandlung der sozialistischen Einheitspartei in die Partei Neuen Typs in eine kommunistische Kampfpartei. Da haben dann andere Regeln gegolten. Das muss ich hier mal als Sozialist. Das war ja schon 48, diese Umwandlung, war ja schon vor der DDR-Gründung. Wann ist denn die DDR-Verfassung? Ja, aber der Umbruch in der Partei hin zur stalinistischen Apparatepartei war 48. Nein, der war 47 bis 52. Ich sehe, wir haben einige Meldungen, ich glaube, es waren drei oder vier im Publikum bisher schon gesehen. Jetzt gehen die Arme hoch, jetzt werden es mehr. Ich sehe 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Und ich würde sagen, wir arbeiten uns von hinten nach vorne durch. Da waren die ersten Meldungen vorhin, die ich gesehen hatte. Am besten fangt ihr in der letzten Reihe einfach mal an. Noch dahinter, dann bist du dran. Ja. Fangen wir mal mit der ganz hinteren Reihe an der Wand an und danach kommen die Genossen, die davor sitzen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Als Bundesvorstandsmitglied habe ich gedacht, komme ich doch mal vorbei, gucke ich mir an, weil mich der Titel ja auch angesprochen hat. Leider hat mich die Debatte nicht ganz also vorne überzeugt, jedenfalls einseitig oder teilseitig. Weil ich hatte auch ein bisschen gedacht, also ich muss ja neu denken, sprechen wir auch mal darüber, also ich übersetze es mal, also Sozialismus neu denken. Wir sind eine Partei, die uns im Sozialismus ja auf die Fahnen geschrieben haben und darum vielleicht mal die Frage an die drei Referenten dort vorne. Was können wir denn heute als Linke A. von der DDR lernen? B. Was waren die guten Sachen? Ich kenne ein paar, will sie jetzt nicht referieren, aber ich habe gedacht, vielleicht kann man die Debatte auch in diesen Bereich übersetzen, nämlich DDR neu denken. Also kann ich probieren, aber dann muss ich sie mit den heutigen Verhältnissen übersetzen. Und heute leben wir in kapitalistischen Verhältnissen, in klaren Ausbeutungsverhältnissen, in stark patriarchalen Verhältnissen. Und soweit wie ich die DDR nur noch miterlebt habe, nicht so lange, waren es weder patriarchale Verhältnisse, oder jedenfalls nicht so stark, ich habe sie anders erlebt, anders wahrgenommen, sie waren keine ausbeuterischen Verhältnisse, in denen ich gelebt habe, und sie waren auch keine kapitalistischen Verhältnisse. Also, das ist meine Frage an euch, wie kann man es nochmal in einer anderen Weise übersetzen, nämlich hier sitzen nicht nur Olle, die ich vorhin eben gehört habe, hier sitzen auch eine Handvoll, die sind kurz vor Olle. Ja, fühlt sich jemand direkt angesprochen? Ja, bitte. Also mal ganz kurz zu den patriarchalen Verhältnissen. Es hat in all den Jahren hat kein festes weibliches Politbüro-Mitglied gegeben. Ja? Die Inge Lange, die war nur Kandidatin. Also die DDR ist immer von alten Männern regiert worden. Ja, die hat es immer nur bis zur Kandidatin gebracht. Also dazu sagen, dass die DDR, dass das keine patriarchalen Verhältnisse waren. Aber anfangs waren sie alle jung. Ja, anfangs waren sie alle jung. Ja. Und natürlich war das auch, hatte die Frau in der Gesellschaft eine ganz andere Stellung, also als Arbeitende. Ja, das ist ein Riesenfortschritt. Das heißt, also da würde ich jedem zustimmen, der das sagt. Ja. Was lernen wir aus der DDR, dass einfach die Freiheit nicht gegen Sicherheit aufgehoben werden kann. Ja. Was heißt denn Freiheit?
Also die individuelle Freiheit, ja. Das ist nicht einfach so eine Phrase. Nein. Also für mich war das der Mauerfall, der sagt, das war ein großartiger Tag, wie ich da rausgekommen bin. Ich weiß, das kennt mich hier von vielen im Raum, ja, aber das werde ich auch nicht vergessen. Ja, eine kurze Anmerkung zu dieser Frage. Ich glaube, für die gegenwärtige Politik kann man aus der Geschichte der DDR nichts lernen, weil die Bedingungen heute völlig anders sind. Ein kleines Beispiel. In der Debatte der Generaldirektoren wurde deutlich hervorgehoben, dass die DDR-Industrie von den Fachleuten geleitet wurde und nicht von den Ökonomen und nicht von den Juristen. Also nicht von denen, die auf den Profit gingen, sondern den Gebrauchswertorientierten. Die Generaldirektoren hatten alle eine technische, technologische Ausbildung. Du übertrachtet mal auf diese Verhältnisse. Kannst du ja. Du aber vom Mittagmännchen machen. Du kannst, ja, das ist alles klar. Die politische Ebene war anders sortiert. Das müssen die heute auch in Maßen. Natürlich vor Politikern, die davon auch keine Ahnung haben. Da hatte Mittag auch noch mehr Ahnung. Aber das, ich wollte nur sagen, das ist ein Alleinstellungsmerkmal wie vieles andere auch. Selbstverständlich war die Kulturarbeit in den Betrieben menschennah, hat viele erreicht und war eine richtige Volksbewegung. Das ist heute nicht übertragbar. 1990, ich war bei der IG Metall, haben wir versucht, da war sie noch reich, jetzt ist die Gewerkschaft arm. Da hatte sie auch eigene Kulturarbeit und es war die Frage, was können wir von der DDR gewerkschaftlichen Kulturarbeit in den DGB übernehmen. Wir haben große Diskussionsrunden gehabt. Das Ende war, wir können leider nichts übernehmen. Es ist eine andere Situation. Die Gewerkschaft ist anders gestaltet. Es macht keinen Sinn, dafür Kraft zu verwenden. Wir haben andere gewerkschaftliche Aufgaben. Punkt. Also es gibt eine Fülle von Sachen, die in der DDR Alleinstellungsmerkmale waren, die sich nicht übertragen lassen. Und irgendwelche Details, natürlich, man kann das, beispielsweise du schreibst auch, der Mangel war in der DDR. Na, selbstverständlich war da Mangel. In einer Gesellschaft, die allen alles zukommen lassen will, ist natürlich immer Mangel. Aber dieser Mangel war ja der eigentliche Reichtum der Sache. Wir haben da was gelernt, wie man mit diesem Mangel umgehen kann, was jetzt eine Aufgabe ist. Nur ist der Mangel heute anderer Art, der auf uns zukommt und ein ökologisches und wirtschaftsleitendes Problem. Mangelgesellschaft steht dort in dem Text als Mangel an Freiheitsrechten, nicht das Materielle. Ja, ich habe im Sinne von... Mensch, du weißt doch, dass auch die kapitalistische Gesellschaft eine ganz andere Art von Freiheitseinschränkung ist. Die Freiheitseinschränkung, die bei uns war, war DDR-spezifisch. Sie lässt sich sogar geschichtlich erklären, denn schon die Tschechen hatten andere Bedingungen. Sie lässt sich geschichtlich erklären, ist ja völlig klar. Aber jetzt zu sagen, wir schränken hier die Freiheit ein und sich anzupicken, was in dieser Welt los ist, na hör mal. Die ist freier heute, ja. Okay, ich glaube, für dich und mich, ja. Für uns hier, ja. Wir kommen an der Stelle jetzt noch nicht weiter. Ich glaube, die Frage zumindest ist in Ansätzen beantwortet. Wir machen eine kleine Änderung. Am besten sammeln wir jetzt erstmal so 2, 3 Beiträge von euch aus dem Publikum und bevor wir das dann hier in die Runde geben. Ich habe hinten jetzt gerade 2 Genossen, die gerne den nächsten Beitrag hätten. Wer von euch möchte als erstes? Aber ihr kommt auf jeden Fall beide dran. Okay. Also, der kocht das hier alles ein bisschen neben dem Leben vor, wie das hier diskutiert wird. Ich bin im 11. Jahrgang, bin ich hier an der Oberschule in Berlin. Ich bin DDR-Bürger. Ich habe einen Beruf erlernt, und im Fernstudium in Jena mein Diplom gemacht. Ich bin Ingenieur und Ökonom. Und ich war auch Betriebsdirektor, technisch.
Die DDR ist mein Staat. Und das, was geschehen ist, ist geschehen. Wir standen im Klassenkampf. Den vergisst Ihnen Leute. Wenn ich mir das Wahlprogramm ansehe, ist vom Klassenkampf nichts mehr drin. 1000 Blumen lasst blühen, so kommt mir das Programm vor. Ich habe ein Problem mit den Linken, mit der Linken. Du hast das eben angesprochen, Ellen. Und also Professor Mühlberg, du hast das auch genannt. Bei Carsten finde ich das ironisch. Wie leicht ein Begriff, den ein Faschist zur Diffamierung der DDR ins Leben gerufen hat. Nämlich der KZ-Baumeister und Bundespräsident Heinrich Lübcke war der Erste, und alle haben diesen Faden mitgesprochen in der Bundesrepublik. Und heute erlebe ich das bei den Unrechtsstaaten. Nichts anderes war das Ziel, als damit meinen Staat zu diffamieren. Mauns, der das Gesetz geschrieben hat für Hitler, dass jedes seiner Worte Gesetz ist. Der Lehrmeister des kürzlich verstorbenen oder Doktorvater des kürzlich verstorbenen Bundespräsidenten benutzte dieses Wort in 29 Texten, die im Dürer drin stehen, in den Rechtskommentaren. Und hier geht das einfach so durch. Eben nicht. Die DDR war ein Rechtsstaat. Gegründet auf Recht, auf geschriebenes Recht. Und natürlich war im Klassenkampf die Auseinandersetzung manchmal sehr hart. Und ich habe die erlebt als Transportpolizist auf Reichsbahngebiet in West-Berlin, wo es um das Leben von Fahrgästen ging, die nicht verurteilt wurden. Bitte? So, eine eurer Ausgangsfragen war ja auch, was sind das für auch gesellschaftliche Stimmungen und Verhältnisse, in denen wir heute leben, hier zum Beispiel auch andere Rollen. Dass das sozusagen immer noch ein solcher antikommunistischer Ungeist, eine solche Welle sozusagen auslösbar ist, um auch eine ganz reale soziale Bewegung sozusagen und so auch abzuwirken. Und ich denke mal, die Linke hat in dieser Auseinandersetzung insbesondere auch mit dieser völlig undifferenzierten Art und Weise, wie Geschichte analysiert wird, sich oftmals in den Diskussionen und Debatten auch angepasst. Wenn du jetzt zum Beispiel Anfang der 50er Jahre diese Zeit nimmst, Carsten, was du angesprochen hast, wenn man sieht, nach dem Vernichtungskrieg, den die deutsche Wehrmacht sozusagen gegen die Besatzungsmacht in Ostdeutschland auch geführt hatte, dass sozusagen die Organisation Gehlen wieder eingesetzt wurde, der Revanchismus sozusagen nämlich die Täter wieder in den 50er Jahren in Westdeutschland mit den gleichen Verbindungen sieht auch entsprechend auch den Kräften, die zum Beispiel auch in Osteuropa gegen die Sowjetunion sozusagen an der Seite mit den Hitlerfaschisten gekämpft hat. Wenn diese Strukturen wieder aufgebaut worden sind, dann kann man auch viele Motivationen auch von Leuten vielleicht nachvollziehen, die zum Beispiel auch in solche Organisationen wie der SMFS gegangen sind. Organisation Gehlen, finde ich, müssen wir sozusagen auch viel stärker in den Mittelpunkt rücken. Und aber ihr wisst ja, wie ich damit meine. Und ich meine, im Endeffekt muss man auch sehen, was hat sich nach 1989 verändert. Die Bundeswehr hat sich sozusagen an einem Angriffskrieg gegen Jugoslawien beteiligt. Auch mit welchen Kräften heute die deutsche Regierung sich wieder verbündet. Also, was überhaupt nicht thematisiert wird, die Ukraine. Da gibt es eine Regierung, die Demokratie.
bezeichnet wurde, legitimiert wurde, auch von der Bundesrepublik, vom Westen, die sozusagen Kalkors einsetzt, neben der ukrainischen Armee. Das sind Traditionslinien, wo wir uns sozusagen auch verhalten müssen. Und ich finde, das geht auch nur mit einer differenzierten Betrachtung, auch in der Auseinandersetzung, was die DDR war und was sie auch nicht war. Und da gibt es auch zum Beispiel auch die Debatte der Außenwirkung in den internationalen Beziehungen. Ich kann mich erinnern, in den 80er Jahren, wo ich als Student mich organisiert habe, da wurde der ANC in Westdeutschland als Terrororganisation begriffen. In der DDR wurde er auch massiv unterstützt. Ich habe das selber erlebt, 1988, als Berliner Linker, der auch an der Jugendschule der FJ mal einen Studienaufenthalt machen konnte. Dort, wo und die Leute, die zum Beispiel nach 1989 sozusagen auch in Lateinamerika die Prozesse teilweise auch mit angeschoben haben, in anderen neuen sozialen Bewegungen, wir haben sozusagen für manche Diskussionen, die es wirklich hier auch in der deutschen Linken gibt, relativ wenig Verständnis. Okay, eine Frage noch? Ja? Ja, ich probiere eine Frage, aber ich wollte erstmal sehr danken für diese Veranstaltung. Ich glaube, es zeigt sich auch, dass da vielleicht Sachen sind, einzelne oder größere Sachen, die man weiterarbeiten kann. Aber ich wollte das eine Wort von Herrn Bombach abnehmen, was auch andere gesagt hatten, die gesellschaftliche Atmosphäre, in der das jetzt seit 1989 diskutiert wird, als eine Sache, wo ich glaube, wir schaffen es nicht, zu einem einheitlichen Bild zur DDR zu kommen. Und ich hoffe, dass die Parteiwissenschaft und die Plattform aus den altbackenen Verteidigern und aus denen, die eine schlimme Erfahrung mit Verbrechen hatten, dass man da irgendwie eine plattformartige Sache hinbekommt. Aber es darf wirklich keine Sache werden mit Unrechtsstaat. Und diese gesellschaftliche Atmosphäre, da würde ich darauf hinweisen, ich glaube, die Linkspartei tut gut daran, anzugreifen, die Stasi-Unterlagenbehörde als ein hochgradig antidemokratisches politisches Kampfmittel des bundesdeutschen Staates und die Stiftung Aufarbeitung SED-Diktatur als, ich habe es letztens gelesen, die größte bundeseigene Stiftung. Die packen überall ihren Stempel in die ganzen Projekte rein, die es so gibt, und implementieren dadurch diesen bösartigen Begriff. Und dafür muss man nicht die DDR verteidigen und die Linkspartei muss nicht die DDR-Fahne durch die Lande schwenken, wenn sie sich trotzdem mal darauf einigt, offensiv gegen diese Stiftung, gegen diese Staatsunterlagenbehörde und vielleicht auch gegen den Verfassungsschutz der Linkspartei oder noch ein paar gegen andere Sachen zu Felde zu ziehen. Und dabei hilft vielleicht auch die DDR-Literatur bei gegen Revanchismus und solche Sachen. Gerade, glaube ich, muss man die DDR nicht für verteidigen und kann sich trotzdem gegen diese Sachen einheitlich als Partei aufstellen. Danke. Ich mache es auch kurz. Ich glaube, man braucht zu der Problematik nicht unbedingt eine einheitliche Position. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Bei der Schwierigkeit der Problematik. Ich meine, wir reden hier über Erscheinungen einer welthistorischen Niederlage des ersten Versuchs, ohne Ausbeutergesellschaft klarzukommen. Eigentlich ist es das, worum es historisch geht. Was wir bräuchten, wäre ein Klima, zumindest innerhalb unserer Partei, wo über all diese Fragen sachlich und kulturvoll diskutiert war, wo man sich nicht stigmatisiert, wo man sich nicht denunziert für eine andere Position. Also beispielsweise, das wäre der zweite Gedanke, beispielsweise wäre eine Diskussion über die Frage, über das Problem, was Carsten angedeutet hat, dass er meint, wir haben heute mehr Freiheiten, als wir sie zu DDR-Zeiten hatten. Das wäre eine äußerst interessante Debatte, die im Grunde genommen anfangen müsste mit der Frage, wie definieren wir denn den Begriff Freiheit? Was ist Freiheit? Da hat jemand hier schon ein Buch rausgegeben. Wie bitte? Das hat jemand hier auch schon ein Buch gemacht.
Ja, da gibt es viele Äußerungen, angefangen bei Marx. Aber für mich beispielsweise ist eine entscheidende Sache dafür, dass sich ein Mensch frei fühlen kann, dass er ohne Existenzangst lebt. Das gab es schon mal. Das ist vorbei. Das ist vorbei. Also wir werden wahrscheinlich dann zu Abwägungen kommen und sagen, welche Freiheiten sind wesentlicher, sind wichtiger. Abstrakt, glaube ich, kann man die Geschichte nicht bereden. Und weil hier von Gauss die Rede war, den ich auch gut kannte und mit dem ich viele sehr angenehme Gespräche hatte, der hat mal gesagt, also in der DDR, wenn du da gesagt hast, also Ulbricht ist ein Idiot, dann war das ein Problem. Zu deinem Abteilungsleiter im Betrieb konntest du das eventuell sagen, im Westen flogst du dafür raus, aber auch in irgendeiner Kneipe zu sagen, Kohl ist ein Idiot, hat keine Konsequenz. Das war original so ein Gauss. Ja, kurz Kommentar von mir. Also wenn Parteien, die ja im Wettstreit um politischen Einfluss sind, sich mit Geschichte beschäftigen, dann ist das ja immer mit einer bestimmten politischen Absicht. Und vielleicht ist es nicht so gut, auf die Vorwürfe und Vorhaltungen der einen damit zu antworten, was denn die Adenauer CDU alles angestellt hat oder wie das so ist. Also die Geschichte aufzuarbeiten, das geschieht ja an verschiedenen Stellen. Ich würde mal simpel sagen, zunächst sind da die Fachleute gefragt, die verschiedene Seiten dieser Geschichte bearbeiten. Und wenn sich politische Institutionen da hineintun, dann mit einem ganz besonderen Interesse. Das ist ja eben gesagt worden, mit dem Hinweis auf die Institutionen, die daraus aufarbeiten. Wir sollten uns tatsächlich dagegen wenden, dass der Staat etwas aufarbeiten lässt in bestimmtem politischen Interesse. Es sei denn, die Linke ist die kräftigste Partei und lässt was aufarbeiten, dann wird sie ganz sicher auch solche Institutionen erzeugen, die das tun. Das ist aber im Augenblick nicht angesagt, sondern angesagt ist der Versuch, in einer linken Koalition möglichst großen Einfluss zu haben, um auf die Politik in Deutschland einwirken zu können. Und da sieht dann auch der geschichtliche Auftrag wieder ein bisschen anders aus, weil er natürlich von den Zielen der einzelnen Parteien abhängt. Und da ist natürlich, weil von Freiheit die Rede ist, was der Genosse Schulz erzählt, dass wir das Arbeitslosengeld verlängern, das ist natürlich ein Stückchen mehr Freiheit, um das mal so zu sagen. Das will er ja, weil das populär ist, durchsetzen in der Korrektur einer Entscheidung, die Freiheiten eingeschränkt hat. Darüber zu diskutieren halte ich sinnvoll. Über Bautzen und was die Kirchen angestellt haben, zu diskutieren, ich würde diese Polemik nicht hochholen, sondern das wirklich den Historikern überlassen, die sich daran abarbeiten. Und da stelle ich fest, dass das Interesse der alten antikommunistischen Schlachtrasse unter den Historikern längst nicht mehr die Landschaft bestimmt, sondern dass junge Leute eher unvoreingenommen an die Sache rangehen, ob sie dann zu denselben Urteilen kommen wie wir und ob uns das gefällt, ist eine andere Frage. Aber ich würde es da ganz den Enkeln überlassen, die es besser ausfechten. Also der großartige Jurek Becker, der hat ja mal gesagt, in der NS-Zeit hat es etwa 10.000 Menschen gegeben, die im Widerstand waren. Ja?
Und von denen haben dann 16 Millionen in der DDR gewohnt. Also die Prämisse, die stimmt ja schon mal nicht, ja? Wovon hier ausgegangen wird, bei dieser Erzählung, die DDR wäre hier das Aufbauwerk von so vielen Antifaschisten gewesen. Ja? Wir haben hier bei der SED-Gründung, na, aber das ist ja, das kommt doch so rüber. Also ich höre doch hier andauernd, was das für ein wunderbarer Versuchfahrungsgehend auch, ja. Wir haben bei der SED-Gründung 1946, ja, haben wir etwa 300.000 KPD-Mitglieder und 300.000 SPD-Mitglieder. Wo kommen diese Leute her? Ja, wenn man bedenkt, dass noch im Jahr zuvor Berlin bis zum letzten Tag da verteidigt worden ist. Ja, ich hab da einfach ein bisschen Probleme. Ich bin ja fast fertig. Das ist das eine. Ja, dass dieser erste Diskurs, den ich hier immer gesagt habe, dass der für mich einfach auch unglaubwürdig ist. Ja? Und schon deshalb suche ich nach einem neuen Diskurs. Ja? Diesen dritten Weg, die DDR neu denken. Ja? Jenseits von Verklärung und Dämonisierung. Wenn es uns gelingt, in der Partei irgendwie wieder ins Gespräch zu kommen, einen Diskurs zur DDR auf die Beine zu stellen, dann kann man nämlich auch mal diese Forderung stellen, Leute, warum ist das eigentlich so, dass an den Unis die DDR-Geschichte nicht mehr Thema ist. Alles, was zur DDR-Geschichte passiert, läuft nur noch über die Stiftung Aufarbeitung SED-Diktatur und über die Stasi-Unterlagenbehörde. Ja, was ist das? Was ist, ja, aber das ist doch, wenn wir selber da irgendwie eine Position, wenn wir selber darüber wieder diskutieren, ins Gespräch kommen, ja, und dann muss dieses Gespräch muss ja irgendwie anders verlaufen als in den 90er Jahren. Das ist ja schiefgegangen, aber ordentlich. Ja? Und ich würde sagen, diese Vorstellung, wir haben hier eine Aufarbeitung, die eben an das Schneidergewerbe erinnert. Ja? Da wird der Stoff wird so lange aufgearbeitet, bis er denn passt. Ja? Und da gibt es so viele Fälle von. Und dem muss man selbstbewusst ein eigenes Bild, eine eigene Debatte entgegensetzen. Das fängt bei uns an, aber die muss eben auch ehrlich geführt werden. Ja? Und dazu zählt eben auch, dass Unrecht, was geschehen ist, als solches anerkannt wird. Ja, dass man zur Kenntnis genommen wird. Also die DDR war ganz viel, aber mit Sicherheit kein Rechtsstaat. Ja, sie war ein Rechtsstaat. Ja. Wir haben andere Auffassungen von Recht. Okay. Wissenschaftlicher Dienst. Ganz kurz. Ja, darf ich mal euren kleinen Dialog ganz kurz unterbrechen, damit wir vielleicht versuchen können, das Ganze hier wieder ein bisschen strukturiert zu führen. Ich habe jetzt jedenfalls noch zwei Wortmeldungen gesehen, genau, einmal dich und Uwe hat sich auch noch gemeldet. Stimmt, drei. Jetzt sind wir bei vier. Ich würde vielleicht an der Stelle noch mal ganz kurz versuchen, auch selber noch eine Frage mit einzustreuen, weil dieser Begriff des Unrechtsstaats, der immer sehr häufig und gerne benutzt wird, von den einen eben um die DDR zu beschreiben, von den anderen in kompletter Ablehnung, tatsächlich, und da habe ich mich auch schon mit mehreren JuristInnen drüber unterhalten, eigentlich völlig undefiniert ist, sondern ausschließlich im politischen Diskurs natürlich das Gegenteil eines Rechtsstaates darstellen soll, ohne aber zu definieren, was denn überhaupt das Gegenteil eines Rechtsstaates ist. Und ich glaube, das ist gerade einfach der falsche Rahmen, um da eine juristische Fachdiskussion drüber zu führen. Insofern nehme ich aber jetzt gerne eure Fragen an der Stelle weiter auf. Das war nur mir wichtig, das kurz einzustreuen. Ich würde einfach jetzt bei dir anfangen. Ich würde noch sehen. Ja. Ja, erst mal eine Frage und dann noch eine Meinung dazu. Ich verstehe nicht, was du eigentlich willst im Diskurs. Vielleicht könntest du das mal ein bisschen genauer formulieren. Ich möchte voranstellen, dass ich mit meiner ganzen Überzeugung auch den Versuch, den Sozialismus aufzubauen, in der DDR mitgemacht habe. Das war meine volle Überzeugung. Und so habe ich auch in 40 Jahren Volksbildung versucht, nicht den Schülern meine Meinung aufzudrängen, aber sie für diese ehrliche und saubere Gesellschaftsordnung zu erziehen. Ich muss natürlich auch sagen, dass nach der Wende ich bei mir für mich erstmal ganz alleine und dann mit Freunden und Genossen überlegt habe, wo liegen nun die Ursachen dafür, dass unser Staat zugrunde gegangen ist. Es war ja mein Staat, meine Heimat. Und ich habe dann in der Kommission, die von der Stadtverordnetenversammlung der DDR gegründet wurde zur Aufarbeitung der Übergriffe der Sicherheitsorgane zum Hochschulsjahrestag mitgearbeitet.
sagen, damit begann für mich auch ganz ehrlich ein Nachdenken. Das hatte die Erin vorhin auch gesagt, oder Professor Lübe. Ich denke, dass das Nachdenken ganz, ganz wichtig ist. Und das ist mit Abstand natürlich viel leichter, Klarheit zu gewinnen, als noch, als wir mittendrin waren. Ich denke heute auch über vieles anders. Aber trotzdem war für mich die DDR die beste Gesellschaftsordnung, als die heutige, die ich nicht als meine Heimat betrachte. Ich würde mir wünschen, dass wir ein bisschen sachlicher umgehen. Eine einheitliche Meinung, sagte Elton, wird es nicht geben. Jeder bringt ja auch andere Erfahrungen mit ein. Aber ich würde mir wünschen, dass nicht diese Orientierung nur auf Staatssicherheit. Natürlich lief da vieles falsch. Und mir tut das auch sehr, sehr gut. Aber wir haben ja auch andere Dinge noch gehabt. Und ich bin auch nicht dafür, die DDR als Unrechtsstaat zu bezeichnen. Das war für mich der faschistische Staat. Ich würde mir vorstellen, dann höre ich auf, dass wir, das ist, nee, ich mag nicht diesen Begriff Vergangenheitsbewältigung, sondern dass wir versuchen zu analysieren die Vergangenheit der BRD und der DDR und daraus zu überlegen, wie kann unsere Zukunft aussehen. Das würde ich mir vorstellen. Und nicht in Besserwisserei zu verfallen, was wäre denn und hätten wir, bringt uns nicht weiter. Ich möchte noch mal kurz auf Carstens Eingangsthese eingehen, dass die DDR, dass die Linke als Partei kein richtiges Verhältnis zur Geschichte hat. Das war übrigens nicht immer so. Also in den 90er Jahren hat eigentlich die PDS, ja, wenn sie etwas gemacht hat, dann eigentlich Konferenzen zur Geschichtsdiskussion und so weiter, das dann irgendwann eingeschlafen, meinten, die einen meinten, es sei ihnen genug. Und mit der Fusion dann zur Linken setzte sich dann auch teilweise so ein Denken durch, das ist doch alles vorbei, das interessiert uns nicht, das geht uns ja gar nichts an. Gipfelt darin eben, dass Klaus Ernst beispielsweise mal ganz offen gesagt hat, Staatssicherheit und sowas ist sowieso jetzt nicht meine Geschichte, betrifft mich nicht. Das ist also, wenn sich aber die Partei als Ganzes so hinstellt, das funktioniert natürlich überhaupt nicht. Nicht nur deswegen, weil es immer noch die DDR gerne die Linke als Mauerschützenpartei bezeichnet, sondern weil sie uns auch tatsächlich, weil wir uns damit auch selbst ja sozusagen entwurzeln. Ich fürchte, Carsten zustimmt, die Linke schwächt sich selbst, indem sie kein Verhältnis zur Geschichte hat. Und das hat sie tatsächlich nicht. Ich muss noch unser Grundsatzprogramm angucken, wo beispielsweise die DDR so drei Sätze hat, die PDS kommt einmal vor und das war es dann im Wesentlichen. Das ist natürlich schon Ausdruck des Kompromisscharakters der Partei Die Linke als Ganzes. Nur, um jetzt mal Ellens Meinung aufzugreifen, ich bin da nicht ganz deiner Ansicht, dass das gesellschaftliche Klima für eine objektive Geschichtsdiskussion nicht da sei. Ich glaube, da überziehst du. Aber selbst wenn es an dem wäre, dann müsste ja wenigstens unsere Partei Interesse daran haben, dieses Klima zu schaffen, diese Diskussion zu führen. Und dafür sozusagen eine gewisse Grundlage und Anschluss zu geben. Das ist der Sinn dieser Veranstaltung. Deswegen haben wir uns dann immer nie gedacht, wir machen sowas mal und versuchen, so eine Diskussion in der Linken in Gang zu bringen und eben auch das offene und objektive Klima, das eine solche Diskussion erfordert, zu schaffen, einfach weil wir es auch brauchen, weil wir uns als Partei selbst schwächen, wenn wir uns um unsere Geschichte entweder herumdrücken oder eben uns nicht damit beschäftigen, um daraus Lehren zu ziehen. Und dann kommen wir hoffentlich auch dazu, Diskussionen nicht nur darüber zu führen, was die DDR war und was wir für Lehren daraus zu ziehen haben, sondern zum Beispiel auch, was die Linke in anderen Weltregionen angefangen mit der BRD gewesen ist, gemacht hat, was die gelernt haben, woran die gescheitert sind und was wir heute von denen lernen können. Also es wird ja gar nicht so getan, dass ob zum Beispiel die heutige Linke aus den letzten Überbleibseln der PDS bzw. der SED bestünde und andererseits aus linken Sozialdemokraten, die Hartz IV nicht so toll fanden. Dass es aber zum Beispiel auch eine DKP gab, dass es K-Gruppen gab, dass es vor allem auch eine undogmatische der Linke in der Bundesrepublik gegeben hat, die nicht irgendwie organisiert war und die sich in diesen ständigen Kabeleien zwischen maoistischen und trotzkistischen Sekten und der DKP überhaupt nicht wiederfand. Von der wir aber vielleicht doch intellektuell einiges lernen können, von den Herrn Abendbrot und Agnoli und so weiter. Das denke ich, da müsste man mal wieder hinkommen. Übrigens, dann kommen wir eben auch dazu zu sehen, dass man eben auch nicht alles, was so in der Gesellschaft läuft, einfach mit dem Begriff Klassenkampf
kommen kann. Sonst hätte ich keine kommunistischen Professoren wie Abendroth, Haug und Füllwart und so weiter gegeben. Und die gibt es auch heute noch. Ja, die DKP gibt es noch übrigens. Aber jetzt erstmal hier. Du, genau. Ja, danke schön. Was mir, also eine kleine Bemerkung zur Geschichte der undogmatischen Linken, das ist nicht meine Geschichte und ich würde mir nicht anmaßen, darüber abfällig mich irgendwie zu äußern. Das wäre zweckmäßig, wenn der eine oder andere das auch tun würde, bei dem, die nicht seine Geschichte sind, so viel zu, Kritik zu deiner Moderation nochmal zurück, dass ich nicht so stehen lassen möchte und auch nicht stehen lassen möchte, dass nun einzelne Meinungen von einigen waren. Was mir heute auch ein bisschen fehlte, Carsten, das an deine Adresse vor allem, welche Rolle die Diffamierung der DDR und auf der anderen Seite auch eine Diffamierung der Bundesrepublik spiegelbildlich mitten im Kalten Krieg gespielt hat, in den 50er Jahren, das hast du in einem Beispiel gebracht, vollkommen einverstanden. Dieses ist auch aus der Historie abzuleiten und man kann natürlich nicht die 90er Jahre der Bundesrepublik mit den 50er Jahren der DDR vergleichen und anderswo. Man muss natürlich dort auch auf einer parallelen Geschichte bleiben, das ist vollkommen klar. Aber was interessanterweise heute überhaupt keine Rolle spielte, ist dieses Hinkelgießer, ne? Die Delegitimierung, die gezielte Delegitimierung der DDR, das entscheidend ist. Du hast das Bild gebraucht von Aufarbeitung eines alten Mantels. Ich kenne Aufarbeitung von Parkett. Mit groben, brutalen Mitteln wird die oberste Schicht abgefegt, alles wieder neu versiegelt. Das ist ungefähr so, wie die Aufarbeitung an den Universitäten passiert ist. Man hat die wissenschaftlichen Eliten der DDR, sofern sie noch nicht im Rentenalter waren und sofern sie sich insbesondere entweder in Naturwissenschaften und dort zum falschen Zeitpunkt den falschen Zettel unterschrieben, oder die Geisteswissenschaften dann generell, das einmal von vornherein delegitimiert, was ihr gemacht habt. Ihr habt dem falschen Staat gedient und dieses kaputt gemacht. Was interessanterweise keiner, ja, interessant war schon das Bild, dass man die Verortung, du hast es so schön gesagt, in den Traditionen der deutschen Geschichte überformt durch die jeweiligen Interessen der Besatzungsmächte. Diesen Faden weiterspinnen, zu schauen, was 1989 und folgende, dann mit welchem Interesse an Geschichte geschrieben wurde, an Strukturen kaputt gemacht wurde. Ein oder andere ist schon genannt worden, der ein oder andere kann sich noch an Polikliniken erinnern, dass das natürlich überhaupt nicht passt zu einem Gesundheitssystem, was profitorientiert ist. Der ein oder andere kann sich daran erinnern, dass die DDR zu keinem Zeitpunkt Krieg im Ausland mit bewaffneten Soldaten geführt hat. Heute praktisch deutsche Soldaten wieder an der russischen Grenze. Was war 68? 60 Tage. Das war kein einziger. Da waren nicht dabei, die waren bereit schon. Man hat sich, wir haben auf ihrem Elefantenkoffer gesessen, auf ihrem Elefantenportemonnaie, auf der Russlandeskarte, auf gepackten Koffern, wären unter Umständen bereit gewesen. Und weil du so schön gesagt hast, du fandst das Öffnen deiner Grenze als ein Gewinn an Freiheit. Der wäre es nicht gewesen, wenn die Grenzer so schießmütig gewesen wären, wie man sie heute gerne darstellt. Ja, 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 ja. Also ich antworte mal erst kurz zu dieser Diskursfrage. Ja, das hast du ja selber schon die Antwort mitgegeben, dass wir darüber nachdenken. Ja, dass wir darüber wieder ins Gespräch kommen bei DDR. Ich war hier Mitglied für die MAD in der Programmkommission zum Wahlprogramm für die Abgeordnetenhauswahl. Ich war Abschnittsbevollmächtigter für das Kulturprogramm und habe, weil von der LAW Kultur hat jemand gefehlt, habe ich das übernommen. Ja, Kultur habe ich auch noch. Und habe dann da versucht, also ich hatte dann einen Absatz zur Erinnerungspolitik. Ich habe mir gewünscht, dass wir eine offensive Erinnerungspolitik suchen, also ohne dass man da irgendwie ein Kotau macht oder so, sondern dass man da eine eigene Position zur DDR findet, um eben auch Leuten wie Hubertus Knabe zu begegnen.
Ja? Und es ist einfach, ja, das, ich habe gelernt, das sind dicke Bretter, die da zu bohren sind, auch in der Partei, weil das ist sowas von abgebügelt worden. Das hat gestört. Die Erinnerung an die DDR, die, das war irgendwie nicht so ein Thema. Das wollen wir nicht mehr. Jetzt haben wir uns so lange damit beschäftigt und hatten wir beim letzten Mal auch nicht im Programm und so. Ich habe ja ein Stück, ist ja dann drin gewesen im Programm. Ja, das war neu im Unterschied zum letzten Wahlprogramm. Ja. Und das möchte ich einfach, dass wir ein Diskurs darüber führen, dass wir wieder darüber ins Gespräch kommen und dann irgendwie, dass über diesen Diskurs ein historisches Bewusstsein entsteht, dass die DDR, natürlich war es ein kompliziertes Gebilde, also Geschichte, wie sie wirklich stattgefunden hat, ist immer komplizierter als unser Wille zur Erinnerung. Ja, und dass man da eine gewisse Sensibilität für entwickelt und die DDR eben nicht weder verklärt noch verteufelt, aber dass wir eine Position haben. Dass wenn das nochmal passiert, dass wir vor Jahren gab es hier einen Zukunftskongress, ja, im ND-Gebäude von der Partei organisiert und da war keine Veranstaltung zur Geschichte. Ja. Also wie kann das sein? Zukunft ohne Herkunft gibt es nicht. Ja, und da eine Sensibilität, da müssen wir wieder hinkommen. Ja? Und es wird unserer Identität als Partei gut tun. Ja. Ich möchte zum Rechtsstaat wenigstens anmerken, dass das natürlich auf der einen Seite ein politischer Kampfbegriff ist, der ihn verwendet. Meint ihn so. Und dann ist es natürlich ein Begriff der Staatstheorie und da hat er eine andere Bedeutung. Und man darf es nicht vermengen und es ist nicht verwunderlich, dass in der Situation, in der sich die Linke befindet, darüber Streit ist, wie er verwendet wird und warum man ihn mal so, wie da die Fronten sind. Das ist nicht einheitlich. Ich glaube auch nicht, dass in diesem, solange er verwendet wird als Kampfbegriff gegen die Linke, wird es da keine Einheitlichkeit geben. Die Linke habe sich zu sehr angepasst. Naja, ich weiß es nicht. Die gesellschaftliche Atmosphäre, würde ich sagen, heißt es, ist nicht günstig dafür. Für mich ist das Beispiel Holm, bedeutet das was anderes. Ich sehe, dass es da Kräfte gibt, die klar immer wieder versuchen, alles, was die Linke macht, zu torpedieren. Das ist auch zulässig. Wir versuchen auch, die anderen Parteien zu torpedieren. Das ist ein Mittel des politischen Kampfes, der Auseinandersetzung. Und da ist man mehr oder weniger elegant. Wir sind natürlich die ganz Eleganten mit sauberen Handschuhen. Aber ich sehe ganz was anderes. Das Institut für Soziologie war besetzt. Da haben junge Leute aufgebockt dagegen und haben ein Universitätsinstitut besetzt. Das hätte noch gar nicht stattgefunden, wenn... Also da haben sich die Gegner der Linken selbst einen gemacht, möchte ich sagen. Ich finde das ganz großartig, wie das gelaufen ist. Natürlich ist es für die Regierungsarbeit jetzt der Fraktion erstmal eine Bremse gewesen, eine ganz schöne. Aber für den Mensch und für den Stand der Linken in Berlin ist es sehr günstig gelaufen, sodass ich in der Beurteilung der gesellschaftlichen Situation also nicht so pessimistisch bin, auch weil ich, also das ist ja nur mein Fachgebiet. Ich bekomme ständig von jungen Leuten, auch von Älteren, von Professorinnen und Professoren Anfragen darüber, wie das in der DDR war. Von ahnungslosen Leuten und so. Die Zahl derer, die darüber arbeiten, ist in Italien, Großbritannien, woanders relativ groß. Weil die das natürlich nicht aus dieser politischen Konfrontation, die wir hier haben, sehen und erleben. Für sie ist es schon interessant, wer den scheiß Deutschen da Paroli geboten hat. Das ist durchaus eine Sache, wo man auf die DDR stößt. Das wissen doch noch alle, dass es sehr, sehr viel Arbeit des Genossen Gorbatschow gebraucht hat, um die Franzosen und die Engländer davon zu überzeugen, dass Deutschland einig werden soll. Ja, da ist Widerstand dagegen. Und der ist ja nicht weniger geworden mit der Großmacht Deutschland. Also, dass wir in Deutschland Kräfte haben, die da anders
gepolt sind. Das wird woanders durchaus wahrgenommen. Und insofern bin ich da nicht so pessimistisch und weiß, dass die linke Geschichte so und so funktionalisieren muss, gelegentlich in der politischen Auseinandersetzung, wie das andere auch machen. Denke ich. Das ist legitim und tendenziös aufzutreten, ist in der Politik erlaubt. In der Wissenschaft ist es weniger. Und da ist dann, sagt der politische Kritik an manchen Wissenschaftler nötig, der vom Grunde her einfach Antikommunist ist. Ja, zu zwei Sachen. Doch nochmal zu dem Begriff Unrechtsstaat, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann stammt ja dieser Begriff ursprünglich von Fritz Bauer. Und der meinte damit nun ganz eindeutig den deutschen Faschismus. Und wer einmal durch Auschwitz-Birkenau gelaufen ist und das dort noch nicht mal ahnen kann, was es denn war, weil es unfassbar ist. Und dann den Versuch miterlebt, qua Begrifflichkeit Vergleiche und letztlich Gleichsetzungen hinzukriegen im Bewusstsein von Menschen. Da muss ich sagen, da ist für mich die Grenze und da ist absolut Feierabend. Und die Liebe zu dem Begriff Unrechtsstaat hat was mit dieser Brückenfunktion, die scheinbar existiert. Und das wird ja auch das ist der Kern der Totalitarismusdoktrin, das ist rot gleich braun, das sind die immer wieder herbeigeführten Vergleiche. Das ist unerträglich und ich denke, dagegen muss man sich wehren. Zweite Bemerkung, weiß ich nicht. Wir ja, aber hier im Saal sicher auch. Und sagen wir mal, niemand wird natürlich, wenn ich Auschwitz anführe, sagen, Hohenschönhausen war so ähnlich. Übrigens, interessante Frage, Hohenschönhausen ist kein Knast mehr, Pfötzensee, wo die Köpfe nur so gerollt sind, ist Knast geblieben. Müsste man mal drüber nachdenken. Warum das eine Museum ist und das andere nicht. Aber das nur ganz am Rande. Also wenn man Auschwitz erwähnt, dann ist natürlich die Sache klar. Wenn man es nicht erwähnt, wird suggeriert. Das sind Unterbewusstseinsprozesse teilweise, die sich da abspielen. Zweite Bemerkung, ich liebe alles, was Jörg Becker geschrieben hat, ein fantastischer Schriftsteller. Ich glaube auch, oder ich könnte mir vorstellen, was er mit der Bemerkung gemeint hat, dass es 10.000 Widerstandskämpfer im Faschismus gegeben hat und in der DDR dann 16 Millionen. Aber wenn man sich zum Beispiel alleine mit DDR-Kunst beschäftigt, ich habe mal jetzt mit Wege übers Land, Spur der Steine, Kindheitsmuster von Christa Wolf, der Aufenthalt von Kant. Und wenn ich jetzt Zeit hätte und Ruhe, da könnte ich wahrscheinlich mit Leichtigkeit 20, 30, 40 Sachen aufzählen, wo es einen ganz klaren Umgang damit gegeben hat, wie die Situation war, wie die Menschen waren und welcher, oder Lohndrücker von Heiner Müller oder die Umsiedlerin von Heiner Müller. All das sind Dinge, die zeigen, dass es eine breite Auseinandersetzung mit der Problematik gegeben hat. Worauf wir uns bezogen haben, wenn es um den Staat DDR ging, das war zum Beispiel die Tatsache, dass diejenigen, die aus dem Krieg die Hauptprofite gezogen haben, hinterher entmachtet waren. Ich habe durch Zufall heute einen Artikel gelesen von dem Rainer Zilkinger, den er geschrieben hat, für die Mitteilung im März.
über den Einsatz von Zwangsarbeit nach 1942, als die Nazis gezwungen waren. Und welche Betriebe das waren, die das gemacht haben, die sind alle noch da. Die sind alle noch da, die haben alle sozusagen mit dem Blutgeld aus dieser Zeit hinterher weitergemacht. Das waren auch die rechtlichen Voraussetzungen dafür da. Also da haben wir natürlich gesagt, in dem Sinne haben wir Faschismus mit der Wurzel ausgerottet. Was wir missachtet haben, was wir mit, ja, also weißt du, wir können auch noch in 50 Jahren für alles die DDR verantwortlich machen. Naja, wir können, ja auch noch, wir können auch noch in 50 Jahren. Es ist ja wohl deutlich, auf welchem Gebiet und von welcher Herkunft Pegida ist. Das ist ja wohl ganz, ganz klar. Will ich jetzt mit dir nicht in den Streit gehen, wäre aber interessant zum Beispiel auch. Ich will nur Folgendes sagen. Was wir missachtet haben, weil wir es vielleicht auch nicht sehen wollten, war der Bodensatz, den es gibt. Es wäre ein Wunder gewesen, wenn es den nach diesen 12 Jahren nicht gegeben hätte. Und da kommt natürlich manches, da ist erstens hinter den Wohnungstüren manches gelaufen, was wir ignoriert haben. Und es kommt natürlich auch noch manches dann hoch. Aber ich muss sagen, mir hat es schon mal gereicht, das ist jetzt vielleicht ein bisschen platt, dass die Leute hätten eben nicht auf die Straße gehen können und mit dem Galgen demonstrieren. Wenn es sowas noch gibt, dann gibt es das noch. Aber das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich kein Problem damit habe, wenn man sagt, das kommt nicht. Ich erweife auch, aber zweifle ich an mir. Tja, da kann man unterschiedliche Auffassungen haben. Die sind bei mir nicht nur politisch, sondern auch sehr persönlich bedingt, was Nazis anbetrifft. Ich hatte mich schon 7 Mal überlegt. Entschuldige, Matthias, ich werde zum Teufel tun, dich irgendwie jetzt an einer weiteren Aussage zu hindern. Möchte nur darum bitten, wir kommen, es wird langsam recht spät, dass wir uns jetzt auf eine letzte Runde beschränken. Das heißt, Matthias und vielleicht noch eine oder zwei Personen aus dem Publikum, die jetzt nochmal eine Anmerkung oder eine Frage dazu tun können. Ich sehe da hinten deine Meldung. Dann machen wir eine Abschlussrunde hier oben auf dem Podium und dann würde ich uns allen einen schönen Abend und ein schönes Wochenende wünschen. Bitte? Jetzt nicht. Also, wir haben Matthias' Meldung. Wenn ich kurz sammeln darf, wer käme da noch? Da habe ich dich gesehen und du auch noch. Um 3. Gut, wir haben jetzt noch eine 4, die ich jetzt nicht mehr dran zu nehmen, wäre jetzt auch Quatsch. Also würde ich sagen, fangen wir mit Matthias an und danach 1, 2, 3 und dann wisst ihr, wie ihr dran seid. Das ist ja vielleicht schon wieder bezeichnend für die demokratische Kultur, dass das Podium ein Mikrofon hat, aber nicht das Publikum. Und ich bin einfach total leise. Da kann ich meine Behinderung zuschieben, aber das ist ja egal. Es gibt viele Leute, die leise sind. Ja, ich habe zu Carsten gesagt, eigentlich möchte ich nicht hierher kommen. Das triggert mich, sagt man heute. Das reißt die alten Wunden auf. Das kocht die Wut hoch. Das verletzt erneut. Leider ist es so. Also wenn ich hier rede, rede ich als solcher. Und es fällt mir immer noch sehr schwer, das auch in diesem Kreis zu sagen. Jetzt wird es ja auch langsam wieder so eitel wie damals auf den Wahlversammlungen der Nationalen Front, wenn unser Eins was gesagt hat, was nämlich kein Jubelton war. Uns blieb nur damals viel mehr im Hals stecken, weil wir wussten, was danach alles kommt. Oder kommen kann. Und ich habe selber so gut wie nie das Wort Unrechtsstaat gebraucht, weil ich finde, dass es tatsächlich nicht dazu dient, das, was damals war, zu beschreiben, sondern das, was heute war, zu
zu zementieren. Aber ich komme eben aus einer Ecke, die man als Opfer bezeichnen würde. Ich bezeichne mich nicht als Opfer. Das bisschen Parasit, die sieben Ordner Stasi, die über mich da liegen, das ist ein Petitest. Aber ich war in den 90ern entschieden gegen die Pille. Der Polizist, der meinen dreijährigen, ich weiß nicht, wie das war, Freundschaftsverhältnis ist, den Sohn meiner Cousine aus ihren Händen riss, als sie verhaftet wurde und sie dann ins Auto trat vor ihren Augen und dieses schreiende Kind seiner Oma fast zuwarf. Die Volle Partei hat sich dafür eingesetzt, dass er eine gute Pension bekommt. Und das sind Kleinigkeiten. Ich kenne so viele wie Johnny. Johnny fährt heute noch. Johnny ist ein bisschen älter als ich, der ist Mitte 60. Der fährt, seitdem er am besten ist, mit dem Fahrrad besoffen durch Kreuzberg. Weil er das, was er, jetzt sage ich Stasi-Knast, er gibt korrektere Bezeichnungen dafür. Weil er das, was dort mit ihm getan hat, nie wieder verbunden hat. Und so weiter und so fort. Ich will jetzt hier auch nicht euch das Opfer aufs Brot schmieren. Ich will nur sagen, wahrscheinlich gibt es hier auch Positionen, die kommen nicht zusammen. Ich sage es deshalb, weil ich bin ja auch eigentlich seitdem ich 20 bin, also da gab es die DDR dann noch 10 Jahre, ein Linker. Und wurde es immer mehr. Allerdings nicht, was mir da auf Versammlung der Nationalen Front erzählt wurde, sondern das, was aus dem Westen kam. Das, was von den emanzipatorischen Bewegungen rüberkam. Feminismus und auch ja, zum Beispiel die Kuppelbewegung, die Schwulenbewegung, all das war das, was uns bewegt hat. Und für viele meiner Freunde, die waren Punks, die waren Künstler, allerdings keine mit Aufträgen. Die hat dann wegen ihrer Gedichte verhaftet. Nicht, weil die Gedichte so gut waren, sondern weil es nicht reinpasst. Also, es gibt schon eine totalitäre Haltung, die hat uns erst zu Staatsfeinden gemacht. Wir haben doch nicht gesagt, wir sind Staatsfeinde. Wir waren jung, wir wollten leben. Wir haben unser Ding gemacht, wir haben unsere Musik gehört, wir haben unsere Sachen gefeiert. Und die Umgebung sagt, ihr seid Staatsfeinde. Und tatsächlich, das ist eine Sache, die habe ich erst im Nachhinein begriffen, als ich meine Akten las. Von daher, ich finde, die Tatsache, dass die Akten denen zur Verfügung gestellt wurden, die über die Akten angelegt wurden, finde ich ein hochdemokratisches Ding. Welche Funktion die Jagdbehörde dann insgesamt hatte, darüber lässt sich deutlich streiten. Aber dass diese Akten zugänglich sind, das finde ich nach wie vor eine Einmaligkeit in der Geschichte. Und das finde ich auch eine Gerechtigkeit gegenüber denen, die darunter leiden mussten und deren Biografien oft auch bis ins Letzte in einem verbogen waren. So, aber eigentlich stehe ich hier wegen heute. Also ich bin einer, der immer extreme Probleme hatte, wenn wieder einer aus Staatssicherheit oder aus dem Apparat der SED und der Partei hier wieder verantwortungsvolle Posten ergriffen hat. Bei anderen sehe ich das völlig anders. Also ich bin aus einem anderen Grund dafür gewesen, dass er Staatssekretär bleibt und an der Uni weiterhin seinen Posten behält. Als ihr, aus dem gegenteiligen Grund. Weil ich gesagt habe, der Junge, der kann wirklich nichts dafür. Der kam aus dem aufgeklärten Elternhaus. Und da bin ich auch der Meinung, ja, es gibt aufgeklärte Elternhäuser auch im FED und Staatssicherheit hat es die gegeben. Also mein bester Freund hat ML studiert und Philosophie und war Zuarbeiter für das Institut für Weltanschauungsfragen. Das war Eckhard Post. Also es ist ja nicht so, dass wir in getrennten Welten gelegen haben. Aber
dass ein sozialistisches Vaterland geliebt. Ich habe gesagt, ich brauche überhaupt kein Vaterland, so viel sozialistisches. Das sage ich bis heute. Und trotzdem ist Eckart in den Westen gegangen, weil er in der DDR nicht die adäquate Hilfe bekommen hat, die er brauchte. Da ist weinenden Herzens weggegangen, aber trotzdem mit wehenden Fahnen. Da ist Bruder nach Goldberg und ist dann Kunde von ambulanten Dienste geworden und hat die mit aufgebaut und hat sich später in den 90ern dafür eingesetzt, dass Leute wie ich, die Leute, die ihnen helfen, selber einstellen können, dass wir rauskommen aus der Wohlfahrtsmafia. Aber er hat seine Heimat, seine geistige Heimat verlassen müssen, weil er ein Menschenrecht, nämlich das auf körperliche Autarkie im Sozialismus, nicht zugestanden bekam. Dann lag er in der Leipziger Straße in einer super Wohnung für DDR-Verhältnisse, aber die ganze Zeit im Bett. Die kamen vom Institut ein-, zweimal rüber, brachten neue Aufträge, telefonierten mit ihm. Er hatte eine elektrische Schreibmaschine, ein langes Bett auf der Seite und tippte. Und die Welt war für ihn nur aus dem Fenster zurück. Und als dann nach der Wende ich mitkriegte, dass ich Parasit genannt worden war, stand ich trotzdem dann mit der PDS immer in einer Reihe, was unsere Forderungen betraf. Und Elias Seifert ist ein guter Bekannter und Mitschreiber und so weiter. Und trotzdem habe ich gedacht, was trifft er mich als Parasit bezeichnen? Eigentlich denkt ihr doch, ich bin immer noch einer. Aber jetzt am starken Hals des Kapitalismus und der Kultur unterstützt er mich. War natürlich auch ironisch. Und seitdem die Linke sich die Linke nennt, bin ich näher dran, auch gezwungenermaßen. Es lässt sich auf Landesebene und kommunaler Ebene politisch am besten etwas mit der Linken bewegen. Die ist an vielen Stellen die klarste Partei. Aber genau an der Stelle, was die DDR angeht, man lässt sich ihre Herkunft, geht es nicht. Deshalb denke ich, wie Carsten, es wäre gut, wenn es irgendwie neu gedacht würde. Ich wüsste allerdings nicht, wie. Ihr seid nun mal simpel diejenigen, die in dem, was ihr als Sozialismus bezeichnet, ich nehme das Wort für diese Zustände nicht in den Mund. Da müsst mich nicht überzeugen, das könnt ihr nicht. Ich kann euch auch nicht überzeugen. Aber ihr seid diejenigen, die in diesem Gesellschaftssystem die nutzen dieser Welt. Und es gab aber viele, die hatten gar keine Chance. Und die hatten auch deshalb gar keine Chance. Ganz einfach, weil sie nicht konform gegangen sind. Und das ist eine Tatsache. Da bin ich einfach mal heilfroh, dass das vorbei ist. Das möchte ich auch nie wieder haben, nie wieder. Und wenn sich etwas andeutet, gut, ich bin jetzt ein alter Sack und demnächst beiß ich ins Gras, aber ich möchte keine Zukunft, die irgendwie was in dem Sinne mit DDR zu tun hat, dass ich da wieder Strukturen und Zustände machen, die Tiefe. Ich habe sowieso eine höhere Angst davor. Wenn ich Trump sehe, aber auch Putin, dann hat das für mich mit DDR zu tun. Es ist genau dieser Umgang mit Wahrheit, den ich fürchte und der mir Pickel macht. With a certain of it, ich zeige euch, dass ich es ausgehalten habe. Und natürlich stehen wir an vielen Stellen zusammen, aber an dieser Stelle der Herkunft gibt es echt ein großes Problem. Also, geht es um mir. Matthias, wir machen hinten bei dir weiter. Ich danke dir auch, dass du das gehalten hast. Wirklich danke, Matthias. Also ich war nie als DDR-Bürger, ich möchte auch von der anderen Seite fragen. Also es gibt ja das eine, dass man, ich weiß, was die DDR braucht, wie man sich denken soll, wie das hier heißt.
Staat. Und das muss man dabei mit berücksichtigen. Also das heißt, das ist eine ganz andere Frage. Das ist ja eine andere Frage, ob die DDR selber zum Beispiel, was ich jetzt, also es gibt ja die Frage, muss man darüber Leute zu Gericht setzen, ob die DDR selber darüber zu Gericht sitzt oder ob ein anderer Staat darüber zu Gericht sitzt. Es gibt da ganz besondere Phänomene, zum Beispiel ist Markus Wolf vor Gericht gestellt worden von einem anderen Staat, weil er also sozusagen als Kundschafter eines besiegten Staates nach der Haager Landkriegsordnung wäre es gar nicht möglich gewesen, weil da Mitglieder eines besiegten Staates gar nicht vor Gericht gestellt werden dürfen. Ich will jetzt raus auf das hier ständig, also Demokratie und das normale bürgerliche Demokratie und normales bürgerliches Recht angegriffen werden. Das ist zum Beispiel durch die sogenannte Stasi-Unterlagenbehörde, wo es zum Beispiel keine Verjährung gibt. Es werden einfach Leute an die Öffentlichkeit gezerrt, was auch immer sie getan haben. Da gibt es keine ordentlichen Gerichte für, da gibt es keine Verjährungsfrist, das ist für immer. Es gibt aber auch zum Beispiel ein besonderes Staatsrecht für frühere DDR-Bürger, das ist angewendet worden, wo auch Verjährungen ausgesetzt wurden und so weiter. Aber überhaupt auch, dass hier die Leute für Dinge, die sie in der DDR getan haben, vor Gericht gestellt wurden, ist Verletzung des normalen bürgerlichen Rechts, also eine Verletzung der Rechtsgleichheit, der Gleichheit vor dem Gesetz. Also wissen, dass wir nicht gleich sind in dieser Gesellschaft, aber zumindest vor dem Gesetz müssten wir gleich sein. So, das ist eine Tendenz, die ich für sehr gefährlich halte, weil die sich ja nicht nur an DDR-Bürgern irgendwie entwickelt, sondern die entwickelt sich weiter, zum Beispiel an den Flüchtlingen, wo genau auch diese bürgerliche Gleichheit außer Kraft gesetzt wird. Und ich möchte da mal darauf raus, dass das ganz gleich, wenn man zur DDR steht, das eine gefährliche Entwicklung ist und dass das auch wieder in den Faschismus gehen kann. Und ich meine, man soll da jetzt, auch wenn man verschiedenster Meinung ist über die DDR, in dieser Frage mal nachdenken und uns da auch wirklich zusammenschließen, um das zu verhindern. Stell mich mal hier hin, dann hört man das besser. Also ich weiß gar nicht, wer das vorhin mit dem faschistischen Kampfbegriff des Begriffs Unrechtsstaat rausgehauen hat. Interessiert mich eigentlich auch gar nicht. Ich bin bei Ellen einfach dankbar, weil sie auf einen Sachverhalt hingewiesen hat, dass das nämlich auch deutsche Antifaschisten waren. Fritz Bauer, ich denke auch Radbruch, also linkssozialistische Juristen, die sich ernsthaft überlegt haben, wie man, und das in der Bundesrepublik, wo es schwierig war, wie man faschistische Täter strafrechtlich belangen kann. Und das in einer Atmosphäre von Juristen, die zum größten Teil aus dem Nazi-Apparat kamen. So, und zu sagen, so ein Begriff sei ein gewissermaßen altfaschistischer Kampfbegriff, ist einfach eine Frechheit diesen Leuten gegenüber. Das ist jetzt nur mal mein persönliches Statement dazu, also kundig machen. So, der andere Punkt, ich glaube, man muss, ich weiß auch, wenn man Geschichte oder wenn Leute anfangen, irgendwas, eine historische Entwicklung einzuleiten, sagen wir mal in einer Revolution oder in einer gewissermaßen Ersatzrevolution, wie der Entstehung der DDR, geht das nur unter den Umständen, die man vorfindet. Das ist jetzt scheinbar erstmal trivial, ist aber insofern wichtig, dass es tatsächlich Handlungsspielräume auch einengt. Also ich weiß schon, was gemeint ist, wenn man sagt, ja, ging nicht anders. Ja, also es gab den Kalten Krieg. Es gab im Grunde genommen eine faschistisch geprägte Bevölkerung, der man im Prinzip misstrauen musste. Ja, das verstehe ich alles. Aber irgendwann muss damit Schluss sein. Irgendwann muss ein sozialistisches Regime, nenne ich es jetzt mal, in der Lage sein, Legitimation in der Bevölkerung für sich generieren zu können. Und wenn wir ehrlich sind, das hat doch nie funktioniert. Der Mauerbau war der erste Ausdruck dessen. Und da kann man jetzt nicht sagen, ja, im Westen gab es auch Probleme. Das ist aber schon wieder die halbe Ausrede. Wann hat denn der Kalte Krieg aufgehört? Mit dem Ende des Sozialismus, selbstverständlich. Nee, gar nicht. Ich auch nicht. So. Mittendrin.
Krieg, aber darüber können wir jetzt streiten, was das heißen soll. So, mit dem Aufgehen der Mauer, was ja sozusagen auch eher ein Unfall war, beziehungsweise ein Symptom der Schwäche bereits, war ja auch in dem Augenblick klar, okay, die DDR wird zu Ende sein. Das System war nicht in der Lage, aus sich heraus bei seiner Bevölkerung ausreichend Legitimität zu generieren. So, das sollte man wenigstens anerkennen. Da kann man nicht immer nur bei anderen das Problem finden. Man wird bei anderen Probleme finden. Ich weiß auch, es gab eine Kommunistenverfolgung im Westen. Rechtfertigt das eine Verfolgung von Leuten, die nicht der Meinung sind, die hier abverlangt wurde? Ich denke, nein. Also irgendwann muss sozusagen der humane Anspruch, mit dem der Sozialismus ja zu Recht durch die Gegend gelaufen ist, und braucht man ihn nicht, und den er für sich immer noch beansprucht, ja auch mal für die eigene Praxis verbindlich werden können. So, und ich denke, das wäre ein Thema, über das man sozusagen jenseits vom Ende und vom Anfang her diskutieren müsste. Ja, warum ist sowas nicht passiert? Ja, gab es verpasste Gelegenheiten? Etc. Und noch ein letztes Wort zum Rechtsstaat. Also wenn man sagt, es gibt Gesetze, bitteschön, es gibt auch schlechte Gesetze, es gibt gute Gesetze, es gibt eine schlechte Form der Rechtsdurchsetzung, es gibt eine richtige Form der Rechtsdurchsetzung. Ein Rechtsstaat ist nochmal was anderes. Rechtsstaat beginnt dort, wo ich als Bürger bei Entscheidungen, die mich betreffen, bei staatlichen Entscheidungen, die mich betreffen, vor ein Gericht gehen kann und sagen kann, diese Entscheidung empfinde ich als falsch, die muss einkassiert werden. So, und das hat es in der DDR. Das Geld, was ich den Anwalt zuweisen wollte? Entschuldige bitte, es gibt in der Bundesrepublik auch Prozesskostenbeihilfe. Schon mal davon gehört? Es gab in der DDR nicht einmal ein Rechtssystem, was geeignet war, um staatliche Entscheidungen vor Gericht anzufechten. So. Und allein deswegen ist es falsch, der DDR eine Art von Rechtsstaatlichkeit zu versprechen. Das macht sie übrigens noch nicht zum Unrechtsstaat. Es ist erstmal ein Nicht-Rechtsstaat, ein Legalstaat, was auch immer. Aber versteht er oder versteht er nicht? Rechtsstaatsqualität ist noch eine besondere Eigenschaft eines Rechtssystems. Türkei ist zum Beispiel kein Rechtsstaat. So, ich möchte nur darauf hinweisen, es hat keinen Sinn, aus jedem Begriff nur einen Kampfbegriff zu machen. Sie haben einen häufig wertvollen normativen Sinn. Und um den, wenn wir mal in der aktuellen Debatte in der Bundesrepublik kämpfen, uns anschauen, dort wird gerade Rechtsstaatscharakter, gerade im Sozialrecht, zurückgedrängt. Muss man sich genau anschauen, das ist gefährlich. Also wir sollten uns dazu auch mal als eine Partei, die Interesse am Rechtsstaat hat, dazu verhalten. So, geht natürlich nicht, wenn man darin nur ein Kampfbegriff sieht. Lass mal. So, eine Meldung haben wir noch, oder ist die obsolet? Wie sieht's aus? Fragen? Ja. Ich würde nur zum Ausdruck bringen, dass mich die Diskussion sehr interessiert. Ich würde zum Ausdruck bringen, dass mich die Diskussion sehr interessiert und dass ich froh bin, dass eine Veranstaltung stattfindet. Neige aber sehr stark zur Ansicht von Herrn Brombacher, dass es schwierig sein wird, sich auf einen einheitlichen Standpunkt, zu versammeln. Hier sind nur relativ wenig Westdeutsche noch dabei. Das würde die Turbulenz dann wieder noch erhöhen. Die Frage ist, wie man also so eine Diskussion richtig führen muss. Mir ist ein Zitat aufgefallen, das mir so gut gefallen hat, dass ich das gerne mal vortragen möchte. Es beschleicht einen manchmal der Gedanke, dass die Alten sich in einer merkwürdigen, komfortablen Lage befinden. Sie sind sich völlig darüber im Klaren, dass sie die Suppe nicht auslöffeln müssen, die sie in den kommenden Generationen eingebrockt haben. Sie können sich angesichts des absehbaren Bankrotts, in den unser Lebensstil führt, doch rechtzeitig aus dem Staub machen. Das ist ein Zitat, was meiner Ansicht nach sowohl für Ost und West gleichermaßen von Bedeutung ist. Und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass man also die Perspektive unseres Daseins in diese Diskussion
was wir mal hatten und was wir jetzt haben, mit einbezieht. Das kommt mir in den Debatten einfach nicht genügend zum Ausdruck und dadurch erscheint es manchmal alles ein bisschen kleinkariert, wenn man dann auf das eine oder auf das andere Schicksal aufmerksam macht. Das kann man natürlich auf Ost und West beziehen und kommt damit natürlich in den Debatten keinen einzelnen Schritt voran. Dass die Linke viel Zustimmung verspielt hat, dadurch, dass sie sich mit Geschichte nicht ausreichend auseinandergesetzt hat, davon bin ich felsenfest überzeugt. Das kann man auch schon am Verlauf der Mitgliedschaft der Linken beobachten. Und ich würde mir also wünschen, dass sich die Linke da anders ins Zeug legt, als sie das bisher getan hat. Dabei geht es mir persönlich darum, dass man also noch stärker ankämpft gegen bestimmte Dogmen, die sich in der Zwischenzeit entwickelt haben. Dazu gehört also der Begriff des Unrechtsstaats. Dazu gehört der Begriff der freien Wahl 1989. 90. Freien Wahl 90, was war das für eine Wahl, auf der also Kohl durch die Lande gezogen ist und die... Die war ein bisschen freier als die 89. Ja, ja, aber dann muss man aber auch über die anderen Dinge deutlich nachdenken. Da ist ein halbes Volk über den Tisch gezogen worden in einer ziemlich eigenartigen Weise. Der Begriff der Diktatur, so wie wir ihn mal als Diktatur des Proletariats geprägt haben, hat einen anderen Inhalt als das, was also heute unter Diktatur verstanden wird. Die Mangelgesellschaft der DDR, auch so ein Begriff, der gegen unser Land geprägt wurde, angesichts der Tatsache, dass also, wenn man sich die heutige Welt beguckt, Kinder an Hunger sterben und die Welt immer stärker zerrüttet wird. Andererseits Deutschland als Exportweltmeister seinen Wohlstand in den unabhängigen, in den armen Ländern mehrt. Das sind also meiner Ansicht nach Dinge, die man beachten muss. Und auch die Republikflucht muss man mindestens im Komplex betrachten. Auch da wäre doch zumindest der Begriff der Wirtschaftsflüchtlinge mit eingebracht. Und nicht nur also derjenigen, die also im Westen die große Freiheit gesucht haben. Dass also die Linke sich nicht deutlich genug zu ihrer Geschichte bekennt, spielt sicher auch keine geringe Rolle bei der Entwicklung der AfD, weil ich annehme, dass eine Großzahl der Bürger, an deren Lebensgefühl die heutige Politik schwer vorbeigeht, sich dann eben versuchen, mit dieser Partei so einen Ort zu suchen, wo man auf die Verhältnisse draufschlagen kann, ohne dass man so recht weiß, wie man da hinterherläuft. Meine Meinung nochmal dazu. Dankeschön. Ja. Danke dafür. Ich würde jetzt unsere drei Referenten auf dem Podium noch kurz ab, also wirklich kurze Abschlussworte, wir sind schon sehr, sehr weit fortgeschritten in der Zeit, bitten, vielleicht auch so ein bisschen unter der Maßgabe mit dazu mal einen Punkt zu beziehen, was denn jetzt so, was denn jetzt wirklich schlimmer daran ist, ob man nicht frei reisen kann, nur als Beispiel, weil man weiß, dass man an der Grenze aufgehalten wird oder ob man nicht frei reisen kann, weil man sich finanziell nicht leisten kann. Meinst du jetzt, wenn man rein will oder raus? Das ist ein sehr sinnvoller Einwand, deswegen lasse ich das nämlich auch offen. Also, ich will noch mal ganz kurz, wenn wir hier über Annexion der DDR reden, dann haben wir keine Gesprächsgrundlage. Ja, das hat 1990 eine Wahl gegeben, die gefällt mir nicht, ja, das Ergebnis, aber das Ding ist politisch entschieden worden. Und das muss ich damit leben, muss ich das akzeptieren. Das hat Heinrich Alberts hat damals gesagt, sicher, das wäre ehrlicher gewesen, der Westen wäre mit Panzer gekommen. Ja,
Aber er ist eben nicht mit Panzer gekommen. Es hat eine Wahl gegeben und es war, das Ding ist entschieden worden. Es war kein fairer Wahlkampf, das ist immer so, aber das ist einfach, damit müssen wir leben. Ja? Wir hatten in der MRI haben wir eine Zeit lang so eine Freiheitsdiskussion geführt, ja? Dass Freiheit eben nicht nur dieser westliche Begriff immer ist von etwas, sondern für uns war Freiheit immer dieses libertäre Modell, die Freiheit füreinander, die Freiheit miteinander. Und das ist eben auch mein Sozialismusverständnis. Das bedeutet auch die Freiheit von sozialer Angst. Ja, das ist alles kein Thema, das wird alles, ist alles unbestritten. Aber dass die DDR hier dass der beste deutsche Staat war, ja, da wären wir uns nicht einig. Ich sage gerne, dass die BRD, dass das eine postfaschistische Gesellschaft war in 15 Jahren, allerübelst. Aber ich gehe nicht so weit zu sagen, dass die DDR besser war. Ja. Und das bringt uns nicht weiter. Also wir wollten hier irgendwie ein paar neue Gedanken, vielleicht eine neue Richtung einschlagen und den ersten Schritt davon dahin machen. Und da bin ich sehr froh, dass du da, Matthias, nochmal das Wort ergriffen hast. Ja, danke. Ich möchte nochmal betonen, dass auf der einen Seite natürlich die politische Polemik ist, wer war der bessere Staat und so weiter. Das kann man machen. Die Versachlichung der Geschichtsdebatte scheint mir wichtiger zu sein. Das können aber keine Parteien machen. Das machen die dafür in der Gesellschaft vorhandenen Fachleute. Und ich kann nur darauf hoffen, dass die nachfolgende Generation, und dafür gibt es viele Anzeichen, der Historiker nicht mehr nur geprägt ist von einem einseitigen Geschichtsbild. Das hängt auch damit zusammen, klar ist es so, dass die AfD auch damit spielt und Punkte macht, dass sie sich zur deutschen Nation bekennt. Und schon aus diesem Grunde wäre es wichtig zu sagen, wie die Linke die deutsche Nationalgeschichte sieht und wer da welche Verantwortung trägt und getragen hat und was aus dieser Nationalgeschichte, und da müssten sich die Traditionen aller Werktätigen irgendwie wiederfinden.